Uhr sind wir auf Sendung. Yo, Baby. Ich hab den Killer Amigo dabei. Ich bin high wie immer. Gegenüber der Homie Nikolai Binner. Yes, Baby. Willkommen in der Hölle. Nikolai Binner, Baby, Baby. Moin, Jungs. Kilos an alle, nur nicht an Kinder. Richtig. Nikolai Binner. Ja, willkommen. Willkommen, Bruder. Willkommen. Danke, danke. Das war der erste Reim, der nicht Binner Spinner ist. Danke für diese kreative Leistung. Der ist schlecht. Oh, ich schwöre dir, den habe ich mein Leben lang zu hören gekriegt. Deswegen endlich mal was Neues. Nikolai Binner ist ein Spinner? Das hast du dir anhören müssen, Bruder? Digga, ja. Carsten, wo bist du, Carsten Stahl? Stop Mobbing. Mobbing-Opfer. Stop Mobbing, Alter. Ja. Crazy. Ja. Krass, Alter. Ja, ich hatte es nicht leicht. Mussten wir alle durch. Mhm. Ich war auch Belarsch. Belarsch, echt? Belarsch. Das ist alles Kindergeburtstag, Freunde. Und du? Ich heiße ja Moritz. Aha. Moritzplatz. Und in Kreuzberg war der Moritzplatz. Ja. Da im Schwulenstrich. Echt? Mhm. Oh, das ist aber keine Beleidigung, Schwulenstrich. Ach. Naja, damals schon, auf jeden Fall in der Grundschule. Sexarbeiter heißt es heute. Hm. Ja. Ja, stimmt. So, wir wollen das alles ein bisschen konform hier machen, ne? Wir wollen Sexarbeiter. Nicht zu Knappe. Du bist doch der richtige Gast auch für sowas. Lustknappe. Mit Dings hier, Political Correctness. Ich bin genau der Richtige dafür, Alter. Ja, ja, Mann. Du bist ja fast genauso, oder vielleicht sogar genauso unbeliebt wie ich. Ja, ich weiß nicht, wie unbeliebt du bist, aber... ziemlich unbeliebt, oder? Ziemlich unbeliebt. Ja, Mann. Ja, das ist doch wie geil, bei dir aus? Willkommen im Club, haben wir so einen Club, so der Unbeliebten? Ja, ja? Ich würde schon sagen, ja. Ich würde nicht sagen, ihr seid unbeliebt, Freunde. Ihr habt einen guten Ruf in schlechten Kreisen, also. Ja, das stimmt. Ja, wir haben einen guten Ruf in schlechten Kreisen und einen sehr schlechten Ruf in anderen schlechten Kreisen. Also, ja, keine Ahnung, wie unbeliebt, wer jetzt von uns unbeliebter ist. Aber ich sag mal so, ich habe mir viele Feinde gemacht, aber auch ziemlich viele neue Freunde. Und, mehr Freunde als Feinde? Mehr Freunde als Feinde, würde ich. Wobei, ja, weiß ich nicht so, wie viele, ob es mehr Leute gibt. Ja gut, die mich hassen, die werden mich wahrscheinlich nicht promoten. Das heißt, es gibt wahrscheinlich mehr Leute, die mich feiern, die mich kennen, als Leute, die mich hassen, die mich kennen. Weißt du, was ich meine? Stimmt, weil immer, ich habe Sachen von dir gesehen. Mega lustig, mega danke, geil. Ich hatte dich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Danke, Mann, danke, Mann. Aber ich habe dich auf dem Schirm, seit ich 14 bin. Das, halt das geht runter, wie hatten wir vorhin schon, geil. So witzig, kommen wir gleich drüber drauf. Aber natürlich machst du auch immer kontroverse Themen, wa? Ja. Das ist dann schon ein Unterschied, ob du halt irgendwas verarscht, was nicht so kontrovers ist oder halt so eine Themen. Ja, ja gut, aber wenn es nicht kontrovers ist, finde ich, hat es nicht so den krassen Reiz, es auch zu verarschen, ne? Weil dann kann es halt jeder irgendwie, wenn es halt irgendwas so über verzinkte Pfannwender kann jeder einen Witz machen, weißt du, da tust du keinem weh mit. Ja, warst du das immer? Warst du immer der Kontrovers-Comedian oder ist das jetzt durch Corona eher gekommen? Ich habe das nicht krass forciert, sagen wir es mal so. Ich habe halt gewisse, so es gibt so ein paar Sachen, so ich habe zum Beispiel so eine Nummer, da rede ich über Transgender-Leute, die habe ich schon vor Corona gemacht und ich habe schon immer wieder versucht, so ein bisschen in Richtung Kontroverse auch zu gehen, weil ich finde, da wird es spannend. So, da, ich merke, da fängt es an zu kribbeln, wenn du in einem Raum bist, so mit Leuten, ne? Und als Comedian, ich trete halt nicht vor so krassen, weißt du, bei dir, wenn zum Beispiel Leute auf dein Konzert gehen, Fans von dir, die erwarten halt, dass du, weißt du, auf die Kacke haust, so, weißt du, aber in einem Comedy-Club, da ist so die, da ist so ein bisschen auch die bürgerliche, ja, genau, da, Feuilleton oder wie das heißt. Und die wollen dann, die sitzen dann da, okay, und jetzt, Herr Comedian, dann bringen Sie doch mal, erheben Sie doch mal unsere Stimmung, ja, und ja, und gerade da, finde ich, macht das richtig, richtig Laune, zu gucken, wie weit kannst du die Leute mitnehmen, wie weit kannst du gehen, wo sind ihre Triggerpunkte und wie kannst du sie über diese Triggerpunkte hinaustragen halt, ne? Fühle ich dich voll. Ich finde, Comedy ist auch immer ein guter Weg, um Probleme oder Situationen, die eigentlich hart sind oder unangenehm, auch so zu beschreiben. Ist so Langwitzer Humor, immer dieser leckere Arschhumor. Ja, total, voll. Und zu diesem Publikum kann ich dich voll fühlen. Man sieht ja dann immer, wenn man was sieht irgendwie im Fernsehen, was für Leute da sitzen. Ja. Ich glaube, bei mir würden sie dann auch Obst werfen oder Tomaten? Ja, würden sich wahrscheinlich nicht trauen, aber würden auf jeden Fall... Machen sie, dann zu kühl. Ich war nämlich mal bei der Laura Karasek, die ist eigentlich ganz lieb. Und in Hart aber fair, es war auch so ZDF, so ein bisschen Soundkartenmäßig, also ohne Sound halt, aber in so einem Pavillon. Und dann auch, als ich da kam, ich glaube, die hat mir am liebsten ein Schild um den Hals gemacht, bitte nicht füttern. Also wirklich, fast schon vorgeführt. Und als ich dann sprechen konnte, haben sie alle geguckt. Naja, bei dir aber zu Recht. Und B hat ja recht, B hat ja recht, aber B weiß, dass ich alles noch die Radioversion, ja, das ist alles noch die Radioversion. Gott sei Dank. Ja. Also hat Coronien nicht viel damit zu tun gehabt. Du warst vorher schon so ein bisschen am Anecken, ja? Ich war dabei, aber es war noch, sagen wir mal so, dass halt Leute, dass, also zumindest auch die, dass
so die Comedy-Szene und das Establishment hatte in dem Maße, in dem ich es gemacht habe, noch kein Problem damit. Plus viele hatten mich auch noch gar nicht auf dem Schirm. Ich war gerade dabei, so diesen klassischen Weg, den man halt als Stand-Up-Comedian geht. Ne? Du spielst halt Open Mics, dann irgendwann machst du halt Nightwatch, dann machst du irgendwann einen Quatsch-Comedy-Club und oder Reihenfolge ist irgendwie relativ egal, aber auf jeden Fall. Ich habe so diese Standardstationen abgeklappert und war so auf dem, ja, ich würde sagen, aufsteigenden Ast, war gerade im Begriff halt einfach, ja, immer besser zu werden und auch mehr Exposure zu haben. Und dann, genau, dann kam Koronien und ja, da war dann tatsächlich, da war es dann, weißt du, ich konnte in meinen Jokes den Holocaust spaßhalber verleugnen, einfach nur so, weißt du, und ich konnte Witze über Transen machen und alles, aber bei Maßnahmenkritik, da war dann vorbei, Alter, da haben die Leute dann, da haben sie keinen Spaß mehr verstanden, da war es dann einfach nur noch so, ich meine, du kennst das, ne? Ja, mehr oder weniger. Aber bei dir ist es so, dass ich dich kennengelernt habe am Fair Talk Tisch. Genau. Wo wir zusammen stattgefunden haben. Und ja, gut, es sind ein bisschen andere Zeiten, das ist ja klar. Aber was hast du in letzter Zeit wirklich verloren? Also, du wurdest ja auch so ein bisschen sanktioniert, ne? Wenn man es jetzt politisch korrekt ausdrücken will. Aber kann es sein, dass dein Instagram-Account gelöscht wurde und dass deine YouTube-Videos wenigstens für eine gewisse Zeit gelöscht werden? Es wär, genau, sowas passiert immer wieder mal. YouTube-Videos werden zum Beispiel gesperrt oder das letzte, also nicht, nee, das vorletzte wurde jetzt für Deutschland gesperrt, dass man es von Deutschland aus nicht mehr sehen kann. Du kannst es nur noch sehen mit VPN. Dann haben sie mal dieses Transen-Bit, was ich da online habe, haben sie auch gelöscht. Dann musst du Widerspruch einlegen, haben es wieder hochgemacht. Instagram hat auch ständig Videos von mir gelöscht, deswegen passe ich mittlerweile sehr auf, was ich da hochlade, weil die mich sonst wahrscheinlich beim nächsten Verstoß halt kicken. Achso, du hast deinen Insta-Account, ja? Ich hab den noch, genau, ja, weil ich, ja, irgendwie habe ich den noch auf magische Art und Weise. Okay, ich bin offiziell unbeliebt. Bist du Shadowban? Ja, du bist da raus, das habe ich auch mitgekriegt. Ja. Ne? Du hast halt immer Backup-Accounts dann gemacht. Ja, ich hab einen, ja. Ja. Ja, also bei mir, wenn man mich jetzt zum Beispiel eingibt, Nikolai Binder, wirst du mich auch nicht finden. Du musst echt meinen Namen bis zum letzten Buchstaben eingeben. Deswegen fragt ich, ob du Shadowban bist. Ja, ja, das auf jeden Fall, ja, ja, genau. Also die Leute, ich werde halt den Leuten nicht angezeigt. Ja, es ist halt, ach, Digga. Ich hoffe halt, dass wir irgendwann einfach echt gute, alternative, etablierte Plattformen haben, wo wir halt einfach irgendwie unser Ding rausballern können, die trotzdem auch eine kritische Masse erreichen und nicht abhängig sind von diesen scheiß Facebook-Kram und Google ist auch der Teufel, Alter. Das ist wirklich. Aber YouTube geht eigentlich bei dir. YouTube geht, also ja, ja, bis deine, jetzt ganz gut. Deine Zahlen sind ordentlich. Ja, ja, das läuft echt gut. Ich bin auch sehr froh. Also ich meine, ich habe natürlich, also so, ich bin irgendwie gefühlt so ein Kompromiss oder also ich habe einen Preis gezahlt für das, was ich jetzt habe oder was ich jetzt kriege oder was ich erreiche. Auf der anderen Seite, den Preis würde ich jederzeit wieder zahlen. Das ist interessant. Schön gesagt. Du hast mir gesagt, dass Corona deiner Comedian-Karriere eher geholfen hat. Ja, ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Also, kommt immer drauf an, was für eine Karriere, ne? Also, diese Mainstream-Karriere mit jetzt irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren bei RTL eingeladen zu werden, ich glaube, das wird erstmal nicht passieren, wird sehr schwer. Ja, also quasi die relevanten Mainstream-etablierten Formate, die haben jetzt halt keinen Bock auf mich. Aber dafür habe ich halt etwas, was halt wirklich geil ist und zwar, ich funktioniere mittlerweile selber über meine eigene Vermarktung, über meine Videos und kann mir darüber eine Fanbase aufbauen, die unabhängig ist. Ich muss keinen Agenturen den Schwanz lutschen, ich kann machen, was ich will. Und das ist halt auch geil, das ist eine sehr geile Position, weil ich kann sagen, was ich will. Das ist interessant auf jeden Fall. Kick mal den Transen-Bit. Jetzt hast du mich. Bitte, bitte. Jetzt hast du mich auf jeden Fall. Hast du aber schön gesagt. Das Transen-Bit, ey. Am Ende können wir es auch einspielen, so. Aber das jetzt zu performen wird ein bisschen komisch. So. Ich sag halt so. Als ich hier nach Berlin gekommen bin, habe ich bei WG gesucht, nach einer WG gesucht. Und die geben ja immer ihre Telefonnummer dann an diesen Inseraten. Ich rufe dann das erste, was dieses Mädel am Telefon sagt. Ja, also was du bei uns wissen musst, wir sind eine transgenderfreundliche Wohngemeinschaft und suchen einen toleranten Mitbewohner, weil Toleranz ist unsere Stärke. Ja, und in dem Moment wusste ich, Toleranz ist auf gar keinen Fall ihre Stärke, Alter. Weil es sind nie wirklich. Gab es da einen Transgender in dieser Wohngemeinschaft oder war das so ein pauschaler Disclaimer? Da gab es keine. Es gab keine. Und dann aber, spricht man es explizit. Ja, ja, trotzdem. Es geht um die Haltung. Verstehst du? Ist hart. Ja, ja. Und das ganze Ding geht noch viel weiter und ich sag dann halt im Endeffekt, am Ende sag ich auch, ey, weißt du, die Leute sagen immer, ey, verschont Transgender-Leute von Witzen und weil die sagen dann immer, ja, die sind voll sensibel. Ich sag so, Digga, sensibel. Alter, wie sensibel kann ein Typ sein, der eines Morgens aufsteht und sich denkt so, brauche ich nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Der Typ ist knallhart. So, wenn jemand Eier hat, dann Mann mit einer Muschi. So. Und mach halt Jokes darüber, ne? Und der Witz ist,
unter diesem Video haben so viele, also nicht so viele, aber haben ein paar Transgender-Leute halt kommentiert, die das alle feiern. Und mich hat eine Transe daraufhin auch irgendwie kontaktiert bei Instagram, die dann auch in meinen Podcast mal sprechen wollte, weil die das genauso sieht. Die war halt dankbar, dass sie sagt so, ey, cool, dass jetzt auch über uns Witze gemacht wird. Ja. Und wir nicht ausgeschlossen sind davon, weil wer hat denn Bock? Quasi Rassismus ja eigentlich, wenn man die ausschließt. Ja, ja, genau. Schwanzismus. Schwanzismus, genau. Schwanzismus, ist so. Weil wer hat denn Bock drauf, ausgeschlossen zu werden? So, das ist doch, das ist doch Mobbing. Ha? Das ist doch Mobbing. Ist das. Ja. Wir haben auch eine Trans, die in den Podcast geguckt, die schreibt mir manchmal. Ja. Die habe ich dann irgendwann mal beim Training gesehen und war auch, ja, ich finde, wenn man sich so, ja, sag ich hallo, bin ja auch. Da habe ich aber gesagt am Schluss, ciao Atze. Und das fand sie, glaube ich, blöd. Ja, okay. Ja. Mach's gut, Bruder. Das ist ja wirklich, ja. Was Transe, Bruder. Alleine Transe, haben die ein Problem damit, die meisten? Die, also die nicht Moral verteidigen, sind. Die ja, ja. Sagen ja, das ist kein cooler Begriff. So. Ja, ja. Ja, ja. Aber deswegen sage ich das, extra halt. Ne? Was kann man denn da noch sagen? Zu Transe, meinst du? Ja, weiß nicht. Ich kenne nur das Wort Transe eigentlich. Ne? Ich kenne das Wort nur. Ich kenne nur Transe und dann halt irgendwie Transgender-Person oder so. Transgender-Person? Oder irgend sowas, ja. Gibt's das, ja? Ich glaube schon, das ist so ein Wort, Transgender-Person. Transmensch ist auch so ein Wort, Transmensch. Das ist doch diskriminierend, Bruder. Ja. Also für mich klingt das diskriminierend, Transgender-Person. Ja, ja. Es klingt schon gar nicht mehr wie ein Lebewesen. Ja, ja, genau, es klingt so wie sowas Neutrales. Ich finde, es hat Transformers, ich bin immer voll bei Transformers, ja, als 80er-Jahre-Kind. Ja, es nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen die Lebendigkeit, so Transgender-Person, das hat so keine Identität mehr, richtig, ne? Ist ja auch was Neues eigentlich. Also für mich ist das was Neues, Transgender. Für mich war Transe früher Transvestit. Ich wollte auch gerade sagen, es gibt, glaube ich, ganz viele Begriffe. Es gibt ja Transvestiten, dann gibt es Schimmels, dann gibt es welche, die einen Penis haben, manche haben keinen. Ja. Im Marienfelde, ja, bei meinen Cousin, da rennen immer welche rum, die legen gar keinen Wert, irgendwie feminin zu sein. Die haben dann ganz schlechten, so haben den Bart noch, haben sie da Lippenstift, die behaarten Beine und. Ja, ja. Es gibt aber auch nochmal einen Unterschied zwischen, glaube ich, also die noch einen Schwanz haben zum Beispiel und sich gar nicht umoperiert haben, aber einfach nur Frauenkleider anziehen. Die sind dann nicht wirklich Transgender, glaube ich, weil die sind ja noch, die haben ja noch ihr Gender, aber die sind halt irgendwie, ich glaube, das sind dann Transvestiten. Transvestit, ja. Ja, ja, genau. Aber die sich dann halt wirklich so den Schwanz aboperieren lassen oder was auch immer, das sind dann Transgender. Aber ja, eigentlich müsste es doch ein gutes deutsches Wort. Es kann doch nicht sein, dass da kein deutsches Wort für gibt. Wir müssen noch ein Transgender. Bei Frauenkleider wäre UFO auch eine. Ja, aber warte mal, was ist ein gutes Wort für. Hä? Für eine Transe auf Deutsch, was nicht Transe ist. Gibt es da noch irgendein Wort für? Weil Gender ist ja ein englisches Wort, kann ja nicht sein, dass wir dafür... Tunte, oder? Nein, ohne Witz, so das war doch früher oder? Ja, oder? So. War gut, der war gut. Ey, lass mal, wir reden uns hier mal Kopf und Kragen. Wer ist hier der Comedian am Tisch? Es wird auf jeden Fall genau so im Duden stehen, das Wort Tunte. Tunte. Ich glaube auch. Ja, ja, da haben wir es. Fummeltrine. Fummeltrine, ja. Ey, Digga, keine Ahnung, wie man das nennt. Ich weiß, Freunde, wie ich zum ersten Mal eine Transe gesehen habe. Ich habe schon mal gesagt irgendwann, aber da bin ich mit Zina rumgefahren, Frost. Und immer so Angeber halt, dicke Autos und fahren da rum. Mhm. Bin voll high. Die verarschen mich, waren ein paar Ältere dabei. Dann sagt er so, geh mal da rein. Das Thema war davor irgendwie eine Stunde, da ich das nicht so angenehm finde. Wie gesagt, leben und leben lassen. Aber ich habe auch, wie gesagt, einen Tranny-Filter. Das ist nicht mein Ding. Ja. Und dann war 18, 19. Hab dann kaum mit sowas Erfahrung. Bin ich in so einem Laden irgendwo in Charlottenburg. Soll dann da klopfen. Dann diese Standarddinger, dann diesen Club so mal, guckt Auge raus, geht die Tür auf. Ich sehe so, oh, geil. Was willst du? Aber wirklich, die sah echt mega weiblich aus. Und dann aber die Stimme. Und die Ärzte sagen wohl immer, man kann es am Kehlkopf wohl erkennen. Ah, ja, ja, natürlich am Adamsapfel. Ja. So. Ich bin da auch ein traumatisiertes Kind. Ich habe es einmal erkannt, als mir... Wieder, ich kann wieder schneiden. Ja, genau. Ja, ja. Ich habe gehört, der Thailand-Urlaub ist schon gebucht. Ja, nee, da könnte ich nicht. Ich würde dann die ganzen sexuell dressierten Orang-Utans befreien. Hm. Alter, das gibt's ja wirklich. Da. Das gibt es wirklich. Orang-Utan-Puff, Bruder. Hä, was? Ja. Affenpuff. Ja, dressierte Affen. Ich erzähle sowas nicht. Gibt's das wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Für Menschen oder was? Ja, selbstverständlich, Bruder.
Der Affe wird nicht kommen und sagen, ich brauch's mal. Ja. Okay, also da gehen, okay, krass, und wo soll das sein? Willst du Adresse, wissen wir was? Boogie hat noch eine Visitenkarte. Hast du eine Nummer? Ja, alle wollten nur wissen, was Bubbles macht. Ich hätte auch keine Abwendung bekommen. Nee, wirklich ein Homie von mir, von Belasch, glaube ich auch, Dan hat uns das erzählt, ne? Und das habe ich auch Berichte leider gesehen. Also die Diebesaffen, die sind auch im grünen Bereich. Die beklauen Touristen, aber es gibt wohl leider auch Tiere, jetzt ziehen wir vor dem Podcast hier runter, die adressiert sind, halt Menschen zu befriedigen. Ah, scheiße. Widerlich, Mann. Ja. Das ist echt ein bisschen schade, ey. Die Menschheit geht zugrunde, Bruder. Dachten, das lag an Corona. Aber es liegt an den Affenpuffs. Das liegt an den Affenpuffs, Alter. Dick, ja. Das ist wirklich traurig. Das ist wirklich. Also, das stimmt mich gerade kurz. Ja, ich aber jetzt ehrlich, nicht ironisch. War gerade so lustig. Bing, die Beute, Schnade rein. Ja, wir kommen wieder hin, alles gut. Ja. Man muss dazu sagen, Fairness halber, ja. Man ist ja hier in Kreuzberg aufgewachsen. Es gibt ja so den ein oder anderen Bruder, der kommt aus einer Region, wo die Esel auch nicht so ein gutes Leben haben. Das stimmt allerdings. Die ein oder andere Ziege hat auch mal drunter gelitten. Auf jeden Fall. Und dann gab es noch ein paar andere, die ich kennengelernt habe, eher so aus dem, ja, so aus dem Ostblock-Bereich. Die hatten auch so ein paar Vorlieben für Hühner. Wirklich? Ja. Wo willst du denn da reinstecken? Bruderherz. Boah, ein Wille ist es auch. Kentucky Fried Chicken. Das reicht einfach als Antwort, Bruderherz. Ja. Du weißt, wie die Menschen sind. Trotzdem ist nichts, was man verherrlichen sollte. So ein Huhn fühlt sich wie die Ladies bei mir. Sei doch viel zu viel und das kleine Loch. Okay, Digga. Danke dafür. Ja, MC Boogie, du wurdest diskriminiert, deine Kindheit. Ja? Weswegen nochmal? Weil ich ein Scheidungskind war. Ich habe wirklich, Nikolai. Du warst ein Scheidenkind. Ich war wirklich kein Scheidungskind. Nein, du wirst lachen. Ja. Ganz viele Witze hier. Ich habe einen großen Bruder, Commander. Der ist nicht in der Öffentlichkeit. Der macht immer, der ist wahrscheinlich, wie du das machen musst. Die kommen raus wie ein Jab, die Witze. Und immer den Langwitzer Humor reingebracht. Mm. Übst du zu Hause eigentlich wie Lyrics, so Punchlines kannst du mal vorstellen, wie du arbeitest, du bist vorbereitet? Jetzt kommt eine Punchline. Okay. Bei ihm ist es so wie in Langwitz, Bruder. Der Spiegel ist sein bester Freund. Langwitzer ziehen nicht, der denkt immer, wir ballern. Ich gucke mir höchstens mal genau den Tisch an. Okay, genau den Tisch an. Ja, hat kurz gedauert. Ich kenne die Langwitz-Connection nicht so ganz. Also aber Langwitz kennst du, wa? Langwitz? Langwitz. Langwitz, Alter, ich weiß, dass es existiert. Und Nikolai ist gerade ein bisschen leicht verwirrt, Bruder. Ich kenne eure Referenzen noch nicht, ich bin noch nicht so drin. Das sind alles so Insider, die leider ein Millionenpublikum mittlerweile kennen. Aber ich halt nicht, ne? Ja. Scheiße. Langwitz ist die Hauptstadt von Berlin. Ja, okay. Aha, okay. Sorry, Leute, das tut mir leid. Also, ich kann jetzt gerade nicht anknüpfen. Aber um die Frage zu beantworten. Also übrigens, du bist ja zugezogen, ne? Langwitz auch. Okay. Ey, ich merke schon, okay. Ich glaube, es hat sich. Es hat immer so einen schlechten Hype. Wort hat was Negatives. Nee, ist cool. Nur Liebe. Ja, und jetzt kommt die Retourkutsche. Falls du dich wunderst, du wirst noch mindestens 100 Mal unterbrochen. Ey, das ist geil. Ich merke schon, wo das hingeht. Das ist cool. Ich glaube, ich verstehe das so langsam. Er ist in Hochform gerade. Ich verstehe auch den Langwitz-Joke so langsam, was es damit auf sich hat. Okay, so. Und es hat alles miteinander zu tun. Das wirst du am Ende so richtig zu spüren bekommen. Alles ein Mikrokosmos. Ja. So, Gott sieht alles, ne? Gott sieht alles. Gott zieht alles. Den kannte man in Langwitz noch nicht mal. Gott zieht alles. Ich sitze auch, klar, also manchmal muss ich auch, vor allem jetzt, wo ich nicht viel ich kann ja gerade gar nicht auftreten. Deswegen, ich bin jetzt in 5 Monaten, irgendwie seit Oktober, vielleicht insgesamt 5 Mal aufgetreten oder so. Richtig beschissen, Mann. Also man wird als Comedian auch nicht besser, wenn du die ganze Zeit nicht auftrittst. Ne? Wenn du als Bodybuilder nicht ins Studio gehst, werden deine Muskeln auch nicht größer. So. Deswegen, ich bin dann halt zu Hause, klar, und schreibe und performe einfach in meinem Zimmer und wünschte, ich könnte jetzt noch irgendwie eine geile Langwitz-Analogie rausballern, aber habe gerade keine. Also, ist tatsächlich, ja, ich schreibe die zu Hause teilweise, setze mich hin und einfach relativ diszipliniert, sitze dann anderthalb Stunden da, mache mir Gedanken und schreibe halt irgendwas, ne? Und aber das Problem ist so, ich muss das halt auch testen, ne? Weil du weißt nicht, ob die Jokes gut sind. Manchmal schreibst du einen Joke und du siehst, der ist so smart, der wird funktionieren. Aha. Aber es gibt auch so Dinge, wo du nicht weißt, ob die mehr über die Energie, über die Attitude oder über irgendein Acting, über irgendeine Art und Weise, wie du es rüberbringst, kommt. Und ja, dafür brauche ich eigentlich eine fucking Show halt im Publikum so. Die Musiker und so sind ein bisschen ausgewichen
in Richtung Streams, was jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei ist, würde bei Comedy wahrscheinlich ähnlich kacke sein halt, ne? Hättest du da so ein Publikum von, keine Ahnung, 200 Leuten, die jetzt live zuguckt, wie du deine Witze reißt, aber ich meine, man läuft auf der Bühne hin und her und hat eine direkte Connection, hält auch mal vielleicht das Mikro hin. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, gerade bei Comedy entsteht extrem viel über diesen Synergieeffekt, dass viele Leute in einem Raum sind. Weißt du, das kreiert schon so eine Erwartung. Das ist tatsächlich so. Du sitzt, die Leute bringen was mit, ja, und das ist ultra wichtig. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel am Tisch anfangen würde, Stand-up zu machen vor euch zwei oder so, weißt du? Und dann würden die. Da würde einfach nicht sehr viel passieren, selbst wenn die Jokes geil sind, einfach weil die Energie ist dafür nicht da. So ein Comedian, du brauchst halt echt einfach irgendwie einen Raum und einfach irgendwie so Energie, die Leute mitbringt und dann kannst du damit spielen und dann kannst du richtig stufen und dann hypen die sich auch gegenseitig durch ihr Lachen auf. Und wenn du, und das kannst du halt nutzen, ne? Aber ja, also in online, einfach nur so online irgendwie Auftritte, das kannst du nicht ersetzen. Also deswegen, ich habe dieses Online-Format gestartet, wo ich diese Punchlines halt die ganze Zeit bringe über aktuelles politisches Geschehen und so. Klar, das geht, aber das ist trotzdem kein Ersatz für die Bühne. Das ist kein Aber haben die Leute Ersatz. Gut angenommen? War 500.000 Klicks und so? Ja, ja, kommt super an. So ein Video, 400.000 oder 450.000 mittlerweile. Ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden, dass das so passiert ist. Also gut. Auf jeden Fall. Aber ich fühle dich dann voll, als selbst wenn wir auf der Couch sitzen und dann immer so abfeiern, sagen wir, Witze machen. Ja. Es ist dann vielleicht noch, als Musiker ist es schon sehr wichtig, aber bei deiner Sache ist es voll wichtig, dann die Reaktion dann vielleicht noch ergänzen oder aufbauen. Also stelle ich mir noch unangenehmer als Rappen. Das ist ähnlich wie bei Mucke, wenn du auf einem Live-Konzert bist, kannst du auch mal hier und da vielleicht auch die ein oder andere Ungereimtheit auch verzeihen. Weil es nicht alles so clean cut ist, wie man sich das eigentlich normalerweise von der Platte her so vorstellt. Halt, ja. Ne? Und dann bist du dort und es kann sein, dass der Rapper vielleicht nicht ganz so tight ist wie auf der Platte, aber hat eine krasse Energy auf der Bühne. Ja. Und du wirst dann vielleicht auch mitgerissen, kann aber auch natürlich komplett nach hinten losgehen, wenn jetzt das komplette Publikum das Ding nicht fühlt, was dann? Ja, dann kriegst du auch dann kollektiv auch die Scheiße ab. Ja, dann fliegen auch mal vielleicht ein paar Becher. Ja, ja, total. Da muss man ein bisschen aufpassen halt, ne? Das ist ja bei Comedy ähnlich, kann ich selber auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich war nicht oft live bei Comedy-Veranstaltungen, aber ich war beim Quatsch-Comedy-Club einmal. Ach krass, echt? Da habe ich mal gesessen, Gillette Eiche ist aufgetreten. Ja, Edil Beidart. Gillette Eiche. Wer heißt denn so, Alter? Kennst du die nicht? Die ist mega lustig. Ja. Ist dann Gillette Eiche. Ja, Gillette Eiche. Ist auch eine bekannter Comedian. Geil. Eine bekannte Comedierin. Oder ja, so. Ja, Comedienne. Doppelpunkt. Nennt man das dann. Comedienne, ja. Ich muss noch viel lernen. Ja, kriegst noch hin. Vielleicht. Und dann war ich bei Bill & Jaylan. Ja. War auch eine persönliche Connection durch sie eingeladen. Dann saß ich dort. Mhm. Und ich habe auch wirklich bei diesen beiden Events habe ich viel mehr gelacht, als hätte ich mir diese Events im Fernsehen angeguckt. Ja. Weil ich habe mir Quatsch Comedy Club reingezogen seit der ersten Folge. Ja. Also kein Spaß. Ich kannte die erste Folge Quatsch Comedy Club. Ja. Und das war zu der Zeit, wo Michael Mittermeier noch der Motherfucker war. Also, Und ich kam aber vorbeeinflusst aus amerikanischer Stand-Up-Comedy. Ja. Und dann war es richtig brutaler Abfall. Kannst du also, nicht mehr gucken, Alter. Das war so ein krasser Qualitätsunterschied zwischen Def Comedy Jam und dem Quatsch Comedy Club, oder? Das war so hart. Und dann war ich nochmal bei meinem eigenen Lieblingscomedian Eddie Griffin live und hab noch mehr gelacht. Also das ist tatsächlich wahr. Wenn du da mitten drin bist, statt nur dabei, die Energy ist komplett anders. Komplett. Auf jeden Fall. Es ist komplett so. Ich dachte, ich hätte das früher auch nie so gedacht, dass das so krass ist, bis ich halt Comedian wurde und dann angefangen habe, einfach mal auf Comedy-Shows zu gehen. Weil ich war vorher noch nie auf einer Comedy-Show. So, meine erste Comedy-Show war wahrscheinlich irgendwie mit 2014 rum, irgendwie, als ich dann angefangen habe. Und dann habe ich plötzlich gelacht und ich dachte mir so, ey krass, das ist ja wirklich lustig. So, das ist wirklich lustig. Also sieht nur nicht so geil aus, wenn du es dir auf einem Video anguckst. Es kommt nicht so krass rüber, aber wenn du da bist, der Scheiß steckt an, du lachst dich kaputt, da kommt was rüber, was du einfach über den Bildschirm nur sehr eingeschränkt transportieren kannst. Und ja, deswegen, das klar. Trotzdem bin ich froh, dass ich dieses Online-Format rausballern kann. Und bist du auf TikTok? Ja, ne? Ja, aber die haben so viel von mir gelöscht, dass ich auch erstmal eine Weile nicht mehr gepostet habe, ich stand auch kurz davor, dass sie meinen Account sperren. Dann dachte ich mir, weißt du, ich mach mal erstmal eine Pause und habe da jetzt auch lange nichts gepostet. Das ist eigentlich das perfekte Format heutzutage, wenn es um Comedy-Scheiße geht. Halt. Ja. Alles ist auf witzig. Entweder geht es um witzigen Scheiß auf TikTok oder es geht um
Also es ist sehr viel Sketch. Entweder witzig oder halt irgendwie oder 13-jährige pädophil. Mädchen, die auf Auberginen twerken, oder Alter. Pädophil, ja. Und also es ist wirklich so, ey, Digga, das ist halt irgendwie so ein bisschen so komisch bei TikTok, ne? Weil du willst auf der einen Seite so deine, so du willst so, dass dein Content gewertschätzt wird, aber du weißt, die Leute sitzen da, die gucken dann irgendwie so ein hochanspruchsvolles Bit von dir, was so voll genial ist, und Comedy-Bit, und dann swipen die hoch und dann gucken die sich echt so eine 14-Jährige an, die irgendwie eine Banane mit ihren Achselhaaren öffnet oder so. Mhm. Also es ist einfach so traurig, einfach so die Art und Weise, wie das dann so wegkonsumiert wird. Und ich habe ein sehr gemischtes Verhältnis zu TikTok, weil ich glaube... Und Tanz. Und Digga, ganz wichtig. Digga, ja, aber das ist auch nur... Tanzst du, Bruder? Auch nur... Na klar, Digga. Ey, aber das ist auch nur dafür da, um Pädophile geil zu machen, diese Tanz-Challenges. Ganz ehrlich. Wie die Mini-Playback-Show früher? Ja, die habe ich nicht mehr geguckt, Alter. Das war, glaube ich, sogar vor meiner Zeit. Mini-Playback-Show, keine Ahnung. Hat dich das angemacht? Ich weiß, Bruder, nicht. Jetzt ehrlich, da war ich 6. Da warst du 6? Mhm. Und, hat sich angemacht? Wie alt warst du? Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, als ich 6 war. Okay, Bruder, ich fand es cool, aber ich weiß immer halt auch, dass das immer diskutiert wurde, dass nicht das falsche Klientel lockt. Mm. Ich habe Erfahrung mit Stand-Up-Comedy damals mit Kurt Krömer gehabt, habe auch bei denen ein Sketch mitgemacht. Ach, tatsächlich. Und ich war so der Erste, der diesen, also eigentlich mit Playboy vielleicht auch, der diesen Assi-Humor so irgendwie auch sehr viel, so seine Wohnzimmer da und so, das fand ich schon sehr krass. Mm. Und die ersten Sachen dann, irgendwann vor 15 Jahren ging es los, war mit diesen, wie bei uns Rapper Mittwoch, diesen auf den WDR immer nachts halt auch 10 Minuten, jeder hat seine Sprechfläche, seine Bildfläche da. WDR? Ja, es gab doch irgendwas, Serdar hat da, glaube ich, auch angefangen und so. Kabarett und so. Genau. Mm. Das war dann politisch teilweise. Ja. Sehr frei, also kam auch Laien, glaube ich. Das war so wie beim Battle. Politisches Klassen. Kabarett war viel interessanter als die standarddeutsche Comedy-Szene innerhalb der letzten 10, 15 Jahre. Da sind dann Hagen Räther und Pispers und so sind aufgetaucht. Die haben meiner Meinung nach einen viel höheren Stellenwert verdient als der Standard-Quatsch-Comedy-Club-Dude. So. Ja, kommt auch ein bisschen drauf an, natürlich immer, was man... Ja, also klar, bei Volker Pispers auf jeden Fall. Volker Pispers bin ich krasser Fan von. Hagen Räther, also das ist halt was anderes auch so. Hagen Räther ist halt so einer, ich meine, der sitzt halt an seinem Klavier und dann redet er die ganze Zeit so. Das ist gar nicht witzig. Und das ist gar nicht witzig, halt wirklich nicht. Gar nicht witzig. Also es ist halt wirklich gar... Es ist so geil, wie du das sagst, aber es ist halt genau so, es ist wirklich nicht witzig. Gar nicht witzig. Viele Leute, Helge Schneider finde ich überhaupt nicht lustig. Ey, Digga, Helge Schneider ist funny, Alter. Ich feier den. Aber das ist halt auch Geschmackssache. Ich halte Helge Schneider für einen der größten Genies, künstlerischen Genies, die wir haben. Nicht nur ist der Typ fucking witzig, der Typ kann einfach 80 Millionen verschiedene Instrumente spielen, Mann. Alter. Der Typ ist einfach so ein Obergott, Alter. Der kann so viel. Ey, bestimmt. Ich meinte nicht, dass er nicht talentiert ist, nur mich unterhält es nicht so krass. Ja, verstehe ich. Ich bin da eher für Stromberg. So. Früher habe ich Helge Schneider auch gar nicht gefeiert, so als ich so 16, 17 war. Und jetzt mittlerweile, wo ich 30 bin oder so, seit 2 Jahren, wenn ich mir das angucke, lache ich richtig und kann sehen, kann das mehr so fühlen, was er da auf der Bühne macht. Man musste den erstmal so ein bisschen begreifen. Ne? Ja, ja. Also es hat bei mir so übertrieben lange gedauert. Ich habe das erste Mal Helge Schneider verstanden, mehr oder weniger, bei seinem Song mit Thomas Lieber die Mörchen bei TV Total, Bruder. Gegen Buffen, dieser war? Dieser Kiffer-Song da. Ja. Also das ist bei uns durch die Decke gegangen. Man würde damals viral sagen. Es gab damals kein Viral. Deswegen, aber alle haben davon gequatscht, Digga. Von dem Lied, tu mal lieber die Märchen, meinst du? Das war einfach sein Auftritt bei TV Total. Das war einfach zu crazy, ey. Danach gab's Katzenklo, wa? Ich kenne den Auftritt nicht. Katzenklo fand ich auch witzig. Katzenklo auch geil, ja. Was sagt ihr zu Stromberg? Tja, für deutsches, also dafür, was so die Comedy-Landschaft und Humorlandschaft in Deutschland am Start hatte, war Stromberg krass gut. Also schon auf mein Abschrom City Album. Ich meine, schön, die haben halt schön Dings nachgemacht, The Office, ne? Das haben sie halt wirklich komplett kopiert. Richtig, kann ich nicht sagen. Also ja, das ist eine komplette Kopie von The Office halt. Die haben es 1:1 geklaut. Ich glaube, Ricky Gervais, die haben sogar geklagt oder haben versucht zu klagen dagegen. Okay. Aber weiß nicht, was daraus geworden ist. Ja, aber gut geklaut, Fall besser als sehr schlecht selbst geklaut. Gemacht. Richtig, ja, richtig, so. Richtig. Richtig. Okay, sehr, sehr gut geklaut. Ist doch wie bei Helene Fischer, Bruder. Atemlos durch die Nacht. Mm. Ich habe den Song das erste Mal gehört und dachte mir, das ist Pink's Try. Mm. Sofort. Ich bin Musiker. Das ist ein bisschen anders. Ich kenne Pink's Try jetzt. Pink's Try ist so ein Song von Pink, halt so, wo sie Contemporary Dance macht, so im Video. Und das ist eine riesengroße Nummer, hat Millionen von Klicks halt, ne? Aha. Und dann war ich bei irgendeinem Songwriting-Camp, da kam dann irgendeiner Uschi und hat erzählt, dass die aus Amerika wohl klagen gerade. Ah, weil das echt geklaut ist. Das ist dasselbe, Digga. Also so, krass. Es gibt aber so ein paar Sachen, die sind
nicht für alle Leute direkt erschließlich. So, ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ist wie mit Comedians, Alter. Du kann, Comedians klauen auch teilweise richtig hart Material. Ja. Und du musst dann einfach, du checkst es dann mehr als Comedian. So. So, denn als Normaler würdest du das gar nicht wirklich merken, aber du checkst als Comedian, wenn du Punchlines teilweise wirklich in- und auswendig kennst, dann merkst du zum Beispiel, jemand hat exakt die gleiche Prämisse, nur hat nur den Protagonist der Prämisse ausgetauscht ein bisschen, aber trotzdem, das Setup ist genau das gleiche, die Punch ist die gleiche. Das merkt der Normalo nicht, aber jeder Comedian weiß sofort, Digga, du Hurensohn, du hast geklaut. Alter. Kann man Witze patentieren lassen? Kann man Witze patentieren lassen? Nee, weiß ich nicht. Also weiß nicht, ob man da geschützte Wortmarken oder irgendwas draus mit. Keine Ahnung. Also ich glaube nicht. Kennst du Chlorona? Chlorona? Ja. Nee, Mann. CLO1444 auf Instagram. Klovit. Der Bruder. Alter. Ich mag's jetzt schon, Alter. Der Bruder, Alter. Das hat nichts mit Pandemie zu tun, gar nichts. Aha. Aber der ist halt derjenige, der am eifrigsten die ganzen deutschen Rap-Songs nimmt und die Originale einfach dazu schneidet. Ah, geil. Ja. Geil. Du wirst dich erschrecken. Es ist so viel mehr, als du glaubst. Scheiße. Und es ist so viel dreister, als du glaubst. Okay. Ja. Das ist einfach zu funny. Geh einfach mal rauf, du wirst sehen. Chlorona. Ja, geil. Check mal aus. Big up. Jetzt müsste es nur noch sowas für deutsche Comedy geben, dann wäre ich richtig glücklich, ey. Das wäre nice. Ja, aber deutsche Comedy in Bezug auf diese Sketche und so weiter hat sich aber schon ein bisschen entwickelt. Kommt mir so vor. Also vor allem, wenn ich auf TikTok raufgehe und sehe, dass jeder sich irgendwie eine Handycam nimmt, du musst auch gar nicht Bartiformis sein. So, es gibt auch Leute, die sind noch sehr jung und machen das. So, das ist mir durch diese Generation ist das so damals aufgefallen. Younes Jones und diese ganzen Leute, die dann angefangen haben, so Sketch-Comedy zu machen, halt so, weißt du? Ist so viel besser geworden. Ja. Ist so viel besser geworden. Auch wenn du mal in Berlin auf ein Open Mic gehst, also quasi auf jeder Show, bei der ich gesperrt bin, da wirst du echt gute Comedians sehen. So. Mhm. Also da sind echt witzige Leute und die halt wirklich persönlich sind, real und irgendwie nach wirklich amerikanischen Stand-Up-Vorbild so ihren Stand-Up machen. Mhm. Und dann merkst du so, krass, Alter, wir sind halt einfach wie mit allem immer so ungefähr 5 bis 10 Jahre hinterher. Aber weißt du? Das stimmt da wirklich in der Entwicklung immer. Ja, ja. Viel mehr als 10, 15 Jahre. Ja, teilweise. Viel, ne? Das kommt ganz drauf an. Vielleicht. Guck mal, das Ding ist, wenn du dir mal jetzt reinziehst. Ja, stimmt, bei Comedy ist es noch krasser. Bei Comedy ist es viel krasser. Das ist crazy. Also, wenn du Leute jetzt anguckst, Younes Jones, Bodyformers, Achie der Entertainer und wie sie nicht alle heißen. Ja, da gibt's. Letztens habe ich wieder so einen lustigen Dude entdeckt, den kannte ich gar nicht. So, der. War ich super überrascht, ich musste lachen so. Und ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Ja, okay. So, aber irgendwas mit K. Ich check mal nachher. Ja. Ist auch so ein Berliner Dude, der macht mal so Ossi-Dialekt, mal macht er den Berliner und so weiter. Und der stand halt neben Cheyenne rum. Cheyenne Garcia. Ich weiß nicht, warum er sich Garcia nennt. Bruder ist Dadash, der ist aus Iran, aber egal, passt irgendwie. Ja. Und dann dachte ich mir, krass, krasse Entwicklung. Und weißt du, wer die ersten waren, aber so, sag ich mal, so Kanake-mäßig und Hood und so, die so Sketche gemacht haben auf Comedy so? Meinst du Rebell oder was? Ach, ihr? Wir waren das, 100%. Mhm. Und zwar lange, lange bevor einer von denen überhaupt eine Handykamera gehabt hat. Also wirklich, das war zu meinem 2006er Album, haben wir die Promo darauf aufgebaut. Aha. Vom 187 Street Tape, da hatten wir diese Promo-Clips und das waren halt alles so Sketche. Und er hat beim letzten zum Beispiel mitgemacht, zwei Leute laufen auf der Straße rum, zwei breite Kanaken, sagen, ja, gestern, ich habe die Braut voll weggeballert und keine Ahnung was. Und dann sehen sie so mein Plakat an der Wand und sagen so, oh krass, Belasch, neues Album und so weiter. Ja, werde ich mir sofort runterladen. So. Und da kommt immer einer um die Ecke, immer dasselbe Running Gag. Download so, lohnt sich nicht. So, ey, was, downloaden, kauft ihr das, Download lohnt sich nicht. Und dann kommt er und boxt dann rein und so weiter. Also, davon gab es halt verschiedene Clips, mal mit Zockerei auf dem Boden, so alles so geactet mit so einem Junkie, der kommt und der hat so ein bisschen was zu kiffen in der Hand und dann fliegt sie ihm weg und dann sagt er, ja, dann muss ich mir das Mixtape jetzt downloaden und dann kriegt er immer Prügel. Und geil, okay. Immer dieselbe Scheiße. Ja, cool. Und wir haben das 2006, 2007 gemacht. Das ist sehr, sehr lange nach den Amerikanern, Bruder. Die Amerikaner haben solche Sachen in den 70er Jahren schon gehabt, teilweise. So zu der Ära von Richard Pryor. Ja, ja. Weißt du? Und dann kam dann später die Welle mit Def Comedy Jam, ist 20 Jahre nach Richard Pryor. Das muss man sich mal überlegen. Def Comedy Jam ist durch die Decke gegangen, 93. Oder Bill Cosby und so, das ist ja auch alles ewig her, ne? Ja, alles die waren ewig ja auch schon her. Krass. Ewig die her. Waren ja krass solide, Alter. Ja. Der erste Deutsche, den ich gefeiert habe, war Otto Walkes damals, in den 80er Jahren. Habe ich das gepumpt. Aber jetzt nicht in Bezug auf Stand-Up-Comedy, aber Otto, der Film, der erste, ist ein sehr guter Film, ja, oder? Der zweite auch. Wer ist denn das mit Amboss?
Mit Amboss. Also wo er im Haus wohnt mit dem Nazi-Hausmeister und er ist verliebt in die oben, da passt auf die Katze auf, von Bonzen und kennt ihr das nicht? Dann Amboss. Ist Amboss auf der Bühne, so Arnold Schwarzenegger Terminator der, die Zeit. Der Film heißt Amboss oder was? Na, das ist Otto, der Film, ach, wo, Otto, like, der Film. Wo er die berühmte Szene auf der Schlittschuhbahn, like Ice in the Sunshine, ja. Oder wo er immer den Hof sauber macht und die Mauer immer einfach nur verschleppt. Schwarz-braun ist die Haselnuss. Ich glaube, es ist der zweite, müsste ich mal googeln. Das ist ewig her. Ich kann mich an diesen Otto nicht mehr erinnern. Das haben wir krass. Gib den dir mal. Also wer ja. 80s-Filme mag, der muss zugeben, dass das für eine deutsche Produktion damals sehr amtlich war. Ja. Baby, sag mal kurz eine Sequenz davon, von dem Otto, den du meinst. Schwarz-braun ist die Haselnuss. Dann ist es doch der zweite. Warum Wald ist mit den Aldi-Zwergen und so? Also Teil 1, Otto verlässt einfach seinen Hinterwald. Er kommt ja eigentlich aus Ostfriesland. Ja. Und er kommt dann so in die Zivilisation und ist dann natürlich so super perplex hier in der Stadt. So. Und da passieren die irrwitzigsten Sachen. Aber ich meine so auch vom Filmischen her, wie Heino damals verarscht wurde und alles mögliche. Das war einfach super funny und sehr gut gemacht, gut geschossen, gutes Bild. Es gehört ja auch so ein bisschen filmisch auch was dazu. Ja, es ist ja nicht immer, ist es nur witzig oder ist es nicht witzig. Ich konnte auch mal über die Supernasen damals lachen. Ja, Thomas Mike Gottschalk. Krüger. Mike Krüger und Thomas Gottschalk. So, ja, okay, die hatten so ihre Filme. Natürlich. War jetzt nicht so, aber man hat ab und zu mal den einen oder anderen Joke gefeiert. Ja, aber man hat so gemerkt, so, die bauen sich auf. Ja. Weißt du, das ist jetzt noch nicht so auf dem Punkt, dass man sich mit dem super krassen Amerikaner vergleichen kann. Oder da ist die Messlatte sehr hoch. Weißt du so? Ja, deswegen, also wenn ihr mal geile Comedy sehen wollt, auf jeden Fall, wenn der Scheiß hier irgendwann vorbei ist, also so spätestens 2053, dann guckt halt mal in Berlin im Open Mic vorbei und guckt euch an, was da auf der Bühne steht, weil das sind echt solide Leute halt. Und, hast du gerade was genannt? Ich Open Mic? Open Mic, ja. Ob ich was genannt habe? Nee, ich dachte, heißt die Veranstaltung so, ist das jetzt Event? Open Mic ist das sind die Shows in Berlin, wo die Comedians auftreten, um Material zu testen. Ja, und, okay, hat Felix von erzählt auch. Genau. Der tritt auch ständig, der war auch schon bei Open Mic Shows, irgendwie, die ich veranstaltet habe, ja, nur damit euch klar ist, dass ich auch cool bin. Ey, und, Bruder, du bist der Coolste. Bist du cool mit ihm? Ich glaube nicht mehr. Also ich weiß nicht, was heißt, keine Ahnung, ich habe da kein Gefühl zu. Ich weiß nicht, was er davon hält, was ich mache. Okay. Ich war früher so, wenn wir uns gesehen haben und er war bei meinen Shows, haben wir immer so ganz cool miteinander geredet. Aber ich glaube jetzt, ich vermute, der wird, es ist halt, was Corona angeht, sehr, sehr anders drauf als ich. Ist nur eine Vermutung. Okay. Und deswegen wird er wahrscheinlich denken, dass ich irgendwie ein Schwurbler bin oder irgendwie Verschwörungstheoretiker und denkt sich halt, denkt sich halt dann wahrscheinlich, ja komm hier, fuck it. Aber ey, keine Ahnung, das ist auch nur Mutmaßung, ich habe keine Ahnung. Okay. Weiß nicht, ich glaube, er hat mich auch sowieso nicht mehr auf dem Schirm, von daher, whatever. Aber also wir haben diese Shows halt veranstaltet, ich habe die auch vor Corona veranstaltet in Berlin und du siehst da echt einfach Leute, die einfach verfickt witzig sind, wirklich, einfach irgendwelche absoluten No-Name-Lachse, die da auf die Bühne gehen, aber einfach abreißen. Das ist so geil. Würde ich mir gerne geben, wenn es jetzt gerade nicht umständlich wäre, wäre ich sofort am Start. Am Kotti soll immer was gestiegen sein. Mir fällt gerade so ein geiler, Alter. Ich weiß nicht, wer den gebracht hat. Irgend so ein Hamburger Comedian, der war zu Besuch. Ich weiß nicht, was der. Der hat so gesagt: so, ey, ich hatte neulich eine Flasche im Arsch. Und wisst ihr, wie das passiert ist? Es war voller krasse Unfall, ne? Und zwar ich war im Bad, ne, und der Boden war voll nass und rutschig und ich bin mit dem einen Bein in die Badewanne reingegangen und exakt in dem Moment habe ich eine Flasche genommen und zu mir nachgesteckt. Ey, wenn Spaß macht, Bruder. Ja, das ist doch geil. Bruder. Ist doch einfach ein wunderschöner Misslied, Alter. Meinst du ein bisschen auch, hat dein Langfützer Humor, den du gerade preisgegeben hast, damit zu tun, dass du ein Bassbox-Fan warst? Ein Bassbox? Ich hab Fan ist dummes Wort. Also du hast Bassbox gepumpt. Ich hab, um mein Zeug. Ich hab Sachen von dir gehört. Ich habe ziemlich viel. Also ich war hauptsächlich tatsächlich, was habe ich am meisten gehört? Aggro. Alles ist die Sekte, Flair und so. Und ich habe jetzt von dir kannst immer. Du bitte gehen? Warum ist das hier so ein? Nee, ist alles cool, aber geh mal bitte. Okay. Nee, und ich habe dein Zeug einfach immer wieder so gehört, so on the side. Ich war jetzt nicht ein krasser Boogie-Fan, aber ich habe es immer wieder mal gehört und fand's. Vollgeschäden? 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 Ja, alles. Drogensucht, Transe geworden. Alles, ja, HIV. Denk positiv, wie wir. Ich denk positiv. Denk positiv, bin positiv, bleib positiv. Ja, Mann. Applaus für positiv.
Ja, ich habe seit ein paar Tagen diesen Ohrwurm gefunden. Dein Leben ist, was du mit KZ gemacht hast, ist gefickt. So gefickt. War das nicht mit KZ? Genau, genau. Da oben hätte ich noch 24 Stunden in meinem abgefuckten Leben, würde ich eine Bank überfallen und das Kind mein Patengeld geben, mit meinen alten Eltern reden, um sie um Verzeihung bitten, Mamas Hand küssen und würde sagen, ich hab's begriffen. Ja, ist geil, ja. Geiles Ding. Ja, das war auch ganz strange, der Tag. Da waren irgendwie die KZ-Arzten, dann Kreuzberger, dann war das irgendwie dann ganz schnell ein Video gemacht. War doch im Robot, oder? Nee, halt nicht, Baby. Ja, aber die waren bei euch. Ach so, okay. Das war die Zeit, wo Manu auch hier war und so, glaube ich, oder die Epoche. War lustig auf jeden Fall. Alles traf sich früher im Kreuzberg. Was geht ab? Was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Ist das der Anfang von einem Track oder war das jetzt eine Frage? Das ist von meinem Freund Frauen aus dem Moneymarkt. Hey, das geht ab. Ach so, wir feiern die ganze Nacht. Ja, natürlich. Hey. Ja. Ist mir nicht entgangen, das Ding. Nee, ich meinte, also ich wollte auf was hinaus, natürlich. Ja. Und zwar, wenn man sich da die letzten Videos reinzieht, da merkt man schon auf jeden Fall, dass du da den ein oder anderen Bär pokst. So. Und gab es mal wirklich was Haarsträubendes an Konsequenz außer Internet-Schwachsinn? Nö, also, naja, also Internet. Hat sich irgendjemand konfrontiert mit Bullshit, aber so persönlich? Ach so, du meinst so, dass mich Leute angeschrieben haben und irgendwie. Ja, nee, persönlich. Also so ein echt, meinst du? Echt. Nicht Seifenblase-Internet. Na gut, also ich werde halt nicht. Also die Leute, die mich konfrontieren würden, die lassen mich halt nicht mehr zu ihren Shows und so, ne? Das heißt, die wollen mich halt nicht konfrontieren, sagen wir mal so. Ist klar. Privat vielleicht? Oder? Ja, nichts Krasses. Nee? Ich kriege immer nur so Leute, es gibt ein paar Freunde von damals, die dann halt sagen, die so ein bisschen mehr auf der Regierungslinie sind, würde ich sagen, die dann halt sagen, hier, pass auf, so ich sehe, was du da machst, pass nur auf, dass du nicht irgendwie in irgendein rechtes Lager reinkommst und so, die dann halt immer mit diesen Argumenten kommen, wo ich mir denke, aus deren Sicht sind das wahrscheinlich sogar begründete Bedenken, ja. Und und dadurch, dass sie es auch so an mich rantragen und nicht so, das machst du Nazi-Wichser, sondern dadurch, dass sie es respektvoll rantragen, kann ich dann ganz normal mit denen quatschen. Ey, ganz ehrlich, ich habe super wenig Shit in echt bekommen. Super wenig. Hier und da gibt es ein paar Leute, so, die wollen nicht mit mir reden, die laden mich nicht ein oder die lästern hinterm Rücken oder mich. Oder es gibt halt, also ich sag mal, die reellste Konsequenz ist tatsächlich, dass ziemlich viele Comedians halt sagen, okay, wenn Nikolai Binner auf einer Show auftritt, dann werde ich da nicht auftreten. Und dadurch erpressen die halt die Booker und gucken halt, dass ich halt keine Auftritte kriege. Cancel Culture. Ja, genau. Aber ansonsten, ey, ganz ehrlich, bis jetzt war alles entspannt. Alles okay. Ja, das ist natürlich schade. Also hätte ich jetzt, dass die Kollegen da ein Veto einlegen wollen und die Bühne mit dir nicht teilen wollen, ist schon hart. Ja, das ist halt. Aber ich denke, bei uns wäre das auch nicht anders. Also wenn jetzt gerade, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der auch vielleicht gar nicht zu uns jetzt kommen will, deswegen weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber sollten wir auf irgendwelchen Bühnen dann zusammen stattfinden wollen, denn das ist ja meine, das ist meine Bühne. Da, gut, ich kann jetzt aussuchen, wer kommt und wer nicht. Ja. Aber wenn jetzt 10, 15 Leute auf derselben Bühne gebucht werden sollten und zwei, drei Denunzianten-Rapper gehen jetzt nach hinten und sagen, wenn du jetzt Onkel B irgendwie auf die Bühne lässt, dann komme ich aber nicht. Ey, ganz ehrlich, dann kriegst du. Das wäre schon krass, Digga. Aber ey, ganz ehrlich. Klar, aber das ist safe, das wird es geben, B, oder? Ey, aber wenn die das machen, ganz ehrlich, die würden doch auch. Also ich meine, Doch, das gibt's. Ich wurde gecancelt auch letztens beim Prinz P, man hat auch Prinz P nicht mitgemacht. Das gab es ja schon tausendmal. Also, ich glaube, es gibt schon so oft, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen. Prinz Pi wollte nicht auftreten. Ja, echt. Obwohl ich ihn. Ja. Digga, ich fand den früher richtig cool. Das war die Gelegenheit seines Lebens. Er hat sein ganzes Leben gewartet, mit Prinz Pi zusammen Song zu machen. Und dann sagt er, komm nicht. Für die Kredibilität, weißt du, weil. Er war so enttäuscht, als wenn Tupac ihn ab. Ja, vor allem, ich habe ihn erst verziehen, dass er da irgendwie wahrscheinlich auf Tasch fantasiert hat, dass er auf mich geschossen hat, dann wieder schwamm rüber, weil Manager ein guter Kerl ist. Ja. Aber dann dachte ich, rief 8-4 an, nee, der Track kann nicht kommen und Prinz P kann das mit sich nicht vereinbaren. Ich sag so, okay. Was ist denn die Begründung? Ich glaube, Ben oder MeToo, eins von beiden. MeToo. Hast du ein MeToo gehabt? Oder MeToo ein Typ? Genau. MeToo. Ja. Nee, ich habe G2 gemacht, das ist eine Vereinigung, da geht es um alle, die Opfer werden von Falle oder schlechten Empfang bei Pornos haben, dann sitze G2 und
können dann alle ihre traumatischen Erlebnisse erzählen. Was laberst du, Alter? Na, Quatsch nur, scheiße, Bruder. So nein, ich wurde gecancelt. Ich glaube, war wegen Ben oder so, wegen dieser Antisemitismus. Das hat mit Ben nichts zu tun. Nee, dann war es wegen MeToo. Ja, es war sag ich ja, wegen MeToo oder Ben, genau. Er hat seinen Maul aufgemacht und fand MeToo nicht so geil. Wen? Also MeToo, die Sachen MeToo, Hashtag MeToo. Deutschrap MeToo, ja. Muss man dazu sagen. Deutschrap MeToo kenne ich nicht. Deutschrap, ja, kennst du nicht. Das ist ein Rapper. Hey, Bruder. Ja, das ist ein Rapper. Hey, Dings, Digga. Wer hat den gesigned? Du musst unbedingt... ich bin krass. Du musst sehr, sehr viel Material haben, worüber du dich lustig machen kannst, wenn du dich mit der Thematik auseinandersetzt. Ja? Ja. Ja, setz dich mal daran auf jeden Fall. Deutschrap MeToo. Deutsch du weißt Rap, ja, was MeToo ist. Das kennst du ja. Ja, natürlich. Wegen damals natürlich. Hier Weinstein und so weiter. Ja, genau. Ja, das hat halt irgendeine kleine Splittergruppe hier... hat es zu ihrer eigenen Aufgabe gemacht, so einen Generalverdacht über den Deutschrap zu legen und den Rest den ziehst du dir mal selber rein auf jeden Fall. Samra ist halt das größte, der ist halt so das Zugpferd, sage ich mal, dieser Kampagne, wogegen man angehen sollte, weil da so. Vergewaltigungsvorwürfe einer sehr, sehr fragwürdigen Person dann aufgetaucht sind, haltlos umgesetzt wurden, bla bla. Ey, lass es gar nicht vertiefen. Guck mal selber. Ja, auf jeden Fall, dieser Bruder hier, der hat sich ins Internet gestellt und hat den riesengroßen Fehler gemacht. Ja. Die Deutschrap MeToo-Kampagne zu kritisieren. Ja. Und dann kam natürlich von links nach rechts, kannst du dir vorstellen, welche Bubble vor allem sich da absolut getriggert gefühlt hat. Ja. Und dann gab es ein Revival des Alice Schwarzer Mindstates aus dem Jahre 2005. Und dann muss ich dir sagen, ganz kurz, weil du als der Bassbox ein bisschen verfolgt hast, für die Fans war es das geschaffene Feindbild. Dann pöbelte auch noch Steiger mit dazu. Für die Fans war wieder so ein Feindbild da. Es war Wahnsinn. Und in dem Jahr haben mich die Linken und die Rechten gedisst. Alles aber, richtig gemacht. Aber was ist denn aus Deutschrap geworden, dass da plötzlich irgendwelche linken Dudes irgendwie auf einmal was zu sagen schlimm, haben? Schlimm, so, diese ganzen Agendas. Hat das auch in Deutschrap Einzug gekriegt? Also ich das war schon immer. Ja. Wirklich? Immer. Ja. Also, aber im Medienbereich. Juice und dann halt auch. Ach so, halt die großen Magazine und so. Aber lustig, das Steiger jetzt gerade, habe ich gehört. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde eigentlich sehr ungern Langwitzer Buschfunk streuen. Bitte, aber in dem Fall erlaube ich mir das. Ne? Langwitzer Buschfunk. Aber ich habe wirklich gehört, dass Steiger von seiner eigenen Bubble gerade als Nazi betitelt wurde. Wenn das wahr ist, Bruder, habe ich echt lange, lange und viel zu lange. Steiger war doch damals der Akro-Chef, ne? Nein, Bruder, er war der von Royal Bunker. Ach, Royal Bunker. Bruder, wisst ihr, Akro hätte es nicht ganz gereicht. Warte. Also das Gerücht soll folgendermaßen sein, ja, die ehrenhafte Janet, nennen wir sie mal, ja, du weißt ja von Deutschrap MeToo, mit der ich auch mal mein Techtelmechtel gehabt habe, die Ehrenfrau, hat wohl mit Steiger ein Gespräch geführt und die beiden sind ja Buddy-Buddy. Und Steiger hat sich ja damals mit ihr solidarisiert, von wegen, ich hätte sie vergewaltigen wollen. Ganz lange Story, kannst ja mal alles nachholen. Aha. Und jetzt mittlerweile haben die sich wohl in die Haare bekommen irgendwie, weil Steiger ungeimpft ist. Geil. Steiger soll bei der Podcast gewesen sein. Und ich musste selber auch nochmal nachholen. So. Und die Community hat richtig Aufriss betrieben, wo rauskam, dass der ungeimpft ist. Wie kann man ihm eine Plattform geben, diesen Nazi? Was ist los mit denen, Alter? Ey, ich sag auch immer wieder, bei allen so Radikalen, die musst du nur auf eine einsame Insel packen, die töten sich eh alle gegenseitig irgendwann. Oh, scheiße, Bro. Alter, das ist Steiger, hart. Geh nicht boostern, Bruder, sonst hast du keine Zukunft. Geh nicht boostern. Oh, scheiße, das ist schon wieder zu funny, Alter. Das ist Comedy. Das ist Comedy, Bruder. Ja, das ist echte Comedy, Bruder. Das ist wirklich ich war jetzt auch damals noch, Steiger hat ja, ohne jetzt hier eine Fitna zu machen, der hat ja ganz so einen Spätzünder, mit 30, wo er dann selbstbewusst von der Kampfsport macht. Mhm. Und der kam mir damals so, ja, ein paar von meinen Jungs sagen, selbst Sport ist nicht gut oder so. Es gibt auch wohl eine Mythe, dass Sport machen irgendwas Nationalsozialistisches ist. Dieses Martialische und so, ja. Ja, natürlich, natürlich. Wie mit diesem Zeitungsartikel, ne? Dieser, da hat ein Typ in der Taz einen Zeitungsartikel über mich geschrieben, hat gesagt, ich bin der Comedian der Neurechten, ja. Und hat das dann, an so Sachen, und der hat halt immer gesagt, das ist richtig geil, diese Methoden, wie die das machen, ist halt auch immer richtig so. Er hat gesagt, er hat Nähe zu Neurechten und Nicola Binner ist ein fast Prototyp der Neurechten und hat, also er macht immer so,
Nähe zu und fast der Neu. Also immer überall so hier und da so eine Relativierung, dass er genau weiß, er macht keine definitive Verbindung, weil dafür könnte man ihn ans Bein pissen, weil das sind zum Beispiel Sachen, die könnte man faktisch widerlegen oder überprüfen und vielleicht sogar vor Gericht bringen. Aber dadurch, dass er immer Nähe zu und fast Prototyp. Was ist ein fast Prototyp? Entweder du bist ein scheiß Prototyp oder nicht, aber was ist ein fast Prototyp? Ja, und mittlerweile hat es fast schon wie bei Hexenjagd im Mittelalter zu tun. Also diese Hexen Erklärung, wenn er alles eine Hexe ist, weil kann man überhaupt nicht mehr irgendwie sich mit ganz normalem Verstand reinziehen. Ja, ja. Aber du kommst, was deine Skala angeht, in Bezug auf die Unbeliebtheit, kommst du langsam sehr nah an uns ran, Bruder. Ja. Ich muss sagen, also wenn du einen Taz-Artikel schon bekommen ich hast, einen Taz-Artikel. Wann war der denn? Das war vor... das war vor 3 Monaten eine komplette Seite. Achso, da bist du noch neu dabei. Wir waren Trendsetter. Wir hatten schon 2019 unseren Taz-Artikel. Geil, Alter. Digga, ich stand bei Antifa auf. Ab seit den 90er Jahren negativ Schlagzeilen in der Bild. Ja. War auch irgendwann politisch unkorrekt. Mhm. Also, und dann auch natürlich. Und das auch von einem Rapper. Antifa, auf dem Antifa-Flyer war ich auch schon, du nicht. Ja. Guck mal, mein Antifa-Flyer, meine Bildüberschrift, meine Mordanzeige. So. Mein Haus, meine Yacht, mein... Sehr schön. Mein Haus, meine Yacht. Ja, Scheiße, Alter. Ja, Mörder, Vergewaltiger, Antisemit, Verschwörungstheoretiker, will einer toppen? Ja. Und dann meinte mein großer Bruder, den er gerade ins Spiel gebracht hat, Commander immer, als wir einmal verhaftet wurden, Boogie ist der Kopf des Ganzen, er hat kein Alibi, er ist kein Scheidungskind. Ja. Echt drunter gelitten. Ah. Was ja, diese Antisemitismuskeule wurde bei mir rausgeholt. Ey. Die haben auch gesagt, ich bin Antisemit und das nur, weil ich ganz offen dazu stehe, dass der Holocaust nie stattgefunden hat. Spaß, Applaus, Bruder. Aber vor allen Dingen bei uns kam alles raus, Bruder. Ja, Nikolai, es kam alles raus, es wurde dementiert. Es wurde sachlich dementiert. Ja. Ganz kurz, 1% mal ernst. 1% und es kam alles raus und hat wieder keiner gerade gemacht. Ja. Ich kenne das immer wieder. Ja. Der Aufschrei fehlte mir. Weil waren sie alle wie so der Meuchelmob, so weißt du? Ja, ja. Und dann immer kein Aufschrei. Dann gibt es nichts zu essen, ne? Ja. Ja, ja. Free him got AK. Ja, ja. Ach. Aber das ist auch gut, weißt du, das soll alles passieren. Im Endeffekt, weißt du, den Leuten, die haben sich halt irgendwie ins Hirn scheißen lassen und dann sollen sie halt ihre Dummheit nach außen tragen. Dann weißt du halt wenigstens, wer die sind. Ne? Und ich glaube, irgendwann muss man an den Punkt kommen, wo man echt sagt, okay, weißt du, das passiert zwar, aber ich lasse mich davon nicht mehr beeindrucken, ich lasse mich davon nicht zurückhalten, sondern jetzt erst recht, Alter, wisst ihr? So. Genau, das war ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt weißt du, wer die sind. Ich habe in der heutigen Zeit damals auch bei der Allmann-Sache, bei seinen Vergewaltigungsvorwürfen, bei meinem Antisemitismus oder unseren Sachen, habe ich gesagt, oder auch diesen Boykott von Musikindustrie, sprich Labels, Presse, da habe ich gesagt, das Schöne an der heutigen Zeit, das sagt ich zu Cashmo, dass man heute sieht, von wo die Splittergranaten und die Scheiße kommt. Ja. Damals war immer so, du wusstest, wirst geblockt, wirst da fertig gemacht, da bla bla, aber du wusstest nicht. Und heute so, wenn der Rauch sich verzogen hat. Ja, richtig. Ja, das trifft sehr gut. Ja. Aber echt, du hast einen Taz-Artikel, was haben die über euch gesagt? Antisemitismus. Antisemitismus? Ja. Mit welcher Begründung? Ben Salomos Buch. Hä? Ja. Kennst du Ben Salomo? Ben Salomo? Du hast viel verpasst. Ey, du hast voll viel verpasst. Ich habe tatsächlich 7, 8 Jahre sogar Beats produziert früher. Richtig lange, auch für ein paar so hessische Rapper und so. Und, aber dann irgendwann hat es aufgehört, dann war ich komplett draußen. Deswegen, ich habe sehr viel nachzuholen offensichtlich. Da hast du recht. Ja, das ist ganz spektakulär, wenn ich es mal erzählen darf. Ganz kurz, Kurzversion. Ja, mach mal. Vor einigen Jahren, also Ben Salomo ist ein Rapper, der hat dann auch dieses Veranstaltung gemacht, Rapper Mittwoch. Und dann hat er sich irgendwann halt für seine Lobby entschieden. Ich kenne das bei ganz vielen, ob das radikal Islam, radikal rechts, radikal links ist. Er hat dann nicht gesagt, ja, ich verkaufe keine Platten und das. Er hat das dann alles bezogen, dass er fertig gemacht wurde, nicht Fuß gefasst hat, diskriminiert wurde als Jude. Und der Hauptzieher, wie eigentlich mal nach den Angriffskriegen 11. September, war die Geschichte, dass der böse B und seine Crew an Rapper Mittwoch zu einer Veranstaltung geht und eine Diskussion startet mit einer Frau, weil die eine David-Sternkette hat. Bisschen Gil Ofarim-Story. Eigentlich müsste Gil Ofarim Patent zahlen an Ben Salomo. Und das Hast ging, du die Story mitbekommen mit Gil Ofarim? Ja, das genau. Dann ging das genau dasselbe. Genau, dann ging das, lass kurz sagen bitte, dann ging das, hat sich das immer weiter, er hat die ganze Welt damit identifiziert, dass Belasch Leute anmacht, weil die eine Davidskernstandkette tragen. Und dann... Ja, aber warum machst du sowas auch? Und dann wurde es halt, das Lustige war, Bruder, ja, das Lustige war, dann hat die Kassiererin die ganze Sache
gequittet. Also hat gesagt, nee, das war eine Story, es ging um Stempel. Ja. Und ja, und Ben halt, ein Kumpel, der Vater sagt, wenn du betrogen wirst, immer leugnen. Mm. Sagt Ben auch, immer leugnen. Ja, es war eigentlich die Geofarim-Story so ein bisschen. Krass. Scheiße. Nur mehr Beweise auch noch. Und dann halt, der Schaden war da. Ich habe auch meinen MTV-Job verloren, was überhaupt nicht so schlimm ist, aber ganz viele Schäden waren da. Aber es war kein Aufschrei halt. Und was ich halt immer sage, Antisemitismus oder sexuelle Gewalt, das ist, oder Pädophilie, das sind nicht Sachen, die man sagt, B, ihr macht scheiß Beats, Boogie nuschelt, ja, oder du bist weg. Das bleibt so hässlich haften, ne? Und das ist ein Wahnsinn, dass sich da auch keiner gerade macht. Ja. Hier in Deutschland gibt es kein größeres Todesurteil. Ja, genau. Es gibt nichts, was du mit Antisemitismus vergleichen kannst in Deutschland. Ja. Wie kannst du jemanden seine Zukunft verbauen? Auf jeden Fall Antisemitismus. Gibt es was Schlimmeres? Ich meine, als Kinderschänder kriegst du ja Bewährung. Ja, als Kinderschänder bist du noch lange nicht so unten durch wie als noch Antisemit auf jeden Fall. Habt ihr es verfolgt bei Gilfarim, wie an den ersten paar Stunden dann der ganze Mob vor diesem Hotel schon voll eine Meinung hatten sie? Ja. Und dann war so Wahnsinn auch. Wenn sowas passieren sollte, ist auch nicht cool. Aber ich habe nicht verstanden, warum es die erste Nachricht in der Tagesschau um 20 Uhr ist. Ja. Das wird einfach so künstlich aufgebauscht, so ein Schwachsinn. Und aber auch da, weißt du, die sollen alle, weil immer mehr Leute sehen ja auch, was das für ein Bullshit ist. Die Leute fangen das an zu sehen, weil sie mittlerweile, das ist halt das Krasse an dieser Zeit, dass halt wirklich mittlerweile so eine breite Masse der Gesellschaft, das sind ja Lehrer, also zum Beispiel, die auf diese Spaziergänge gehen, ne? Die gehen dann auf die Spaziergänge. Ja, das ist auch interessant. Aber das ist trotzdem auch auf das Thema, kannst du es gut übertragen, weil die gehen zum Beispiel jetzt auf einen Corona-Spaziergang und du guckst dir die Leute an, du siehst genau, das sind irgendwelche Omas, das sind irgendwelche Kinder, das sind Väter, das sind wirklich alle. Das sind Arme, das sind Reiche, da ist die Mitte, da ist die Unterschicht, da ist die Oberschicht, wirklich jeder, aber so querer, so ein richtiger Durchschnitt eigentlich. Und dann sehen die aber im Fernsehen, wie über die geredet wird, dass sie so anti, dass sie rechts sind, Rechtsradikale, Neonazis, Verschwörungstheoretiker, Holocaustleugner, das sind ja alles Begriffe, die dann da rausgeballert werden, ne? Und dann denken die sich natürlich auch irgendwann so, ja, okay, kommt, fickt euch, wisst ihr, was ich meine? So, wir waren da, wir haben gesehen, wer da gelaufen ist. Ja. Das war nicht das, was ihr da gesagt habt. Und somit verliert irgendwann eine sehr große Masse das Vertrauen in die Medien. Und das ist wichtig, dass es passiert, weil denen kannst du auch nicht mehr vertrauen. Also von daher, gute Konsequenz eigentlich. Kann auf jeden Fall gute Züge mit sich bringen. Und ohne jetzt schlau so zu reden, weil das ist ja ganz normales Verhalten, dass das AB sagte, das Wort Verschwörungstheorie wurde vom CIA gegründet nach dem Kennedy-Mord, wurde auch bestätigt. Nicht von denen gegründet. Das Wort Verschwörungstheoretiker gibt es natürlich sehr viel länger, aber es wurde danach dann in diesem Kontext, wurde das sehr stark gesellschaftsfähig gemacht und populär gemacht. Und was ich sagte, man weiß ja schon in den 60er Jahren, dass dann immer auch extra Pöbler, Randalierer engagiert wurden, um die Demos gewalttätig zu machen. Und manchmal kommt es mir echt vor, wenn ich dann höre, wer aus meinem Bekanntenkreis da hingeht, ein paar Leute, ja, oder auch Familien, Nachbarn oder so, und was man dann da sieht, die Parzen auf Schamm und Pilsator und Thorsteinerjacken, das ist dann auch immer schon fast so gewollt, ne? Auch wenn dann Spiegel TV die Leute interviewt, das ist ganz selten mal ein B oder, ich weiß ja nicht, ich wäre lustig, du wärst lustig, denken eher ein paar Sachen, ein paar Punkte, dann immer so den Dümmsten, ne? Ja, die suchen sich natürlich immer die krassesten raus, ne? So, logisch, Alter. Attila Hildmann war der größte Held, gefundenes Fressen. Ja. Wilde Zeit, Was ist denn deine Vergangenheit eigentlich, so deine ethnische Herkunft? Kann man darüber reden? Ja, ich bin 100% genetisch reiner Deutscher. Was heißt das? Einfach Eltern deutsch und Vorfahren deutsch. Und ich glaube, vor ein paar Generationen, irgendwann hat vielleicht mal ein Russe reingesteckt, aber ansonsten ziemlich arische Blutlinie. Ziemlich arisch. Also. Wie war das mit der Zeit des Zweiten Weltkriegs? In der Familie? Ich weiß nicht. Ich glaube, da tatsächlich gut, dass du fragst. Du hast vorhin gefragt, ob Sachen gibt, wo ich nicht zu sehr in die Tiefe gehen will. Und ich glaube, das sind so Sachen, da würde ich nicht in die Tiefe gehen, ohne die Zustimmung meiner Familie tatsächlich. Weil das ist nicht, klar, warum auch? Das ist nicht 100, das ist nicht nur meine Sache, wenn ich da jetzt anfange zu reden. Ja. Das muss man respektieren. Ja. Diese Sache mit diesen Spaziergängen, weißt du, wer mir davon erzählt hat? Frau Kirsch. Ach ja, die gute, die Nina. Nina! Nina Kirsch. Shoutout. Hallo Nina. Shoutout. Ja, du hast für ihren Kanal hast du ein Interview gedroppt quasi. Sie hat das rausgebracht. Ja. Und ich war jetzt auch vor 2-3 Tagen mit ihr am Talken.
Und es kommt auch auf ihrem Kanal raus. Deswegen, das war jetzt interessante Verbindung, weil wir vorhin über Deutschrap Metoo geredet haben. Sie genau. ist mit die Hauptgeschädigte von den Leuten, die sich offiziell dagegen so ein bisschen gestellt haben. Krass, ja. Und an der Stelle auf jeden Fall nochmal Grüße. Ja, Grüße an Nina Kirsch, solide Ehrenfrau. Einfach mal auf YouTube auch rauschecken. Ne? Grüße an Nina, ja, und auch, gute Frau. Das war ja auch öffentlich, deswegen spoilere ich ja hier nichts. Ja. Auch diese Bedrohung und dann ist es unterste Schiene. Mhm. Ja. Ja. Klar, weil, ja. Ja, es ist im Endeffekt, es ist halt im Endeffekt Mobbing für Erwachsene. Ja, das ist tatsächlich. Es ist halt das, was halt früher auf dem Schulhof gemacht wurde, weil du irgendwie eine hässliche Fresse hattest oder so. Dann wirst du halt heute einfach gedisst, weil du die falsche Einstellung hast oder so. Hätte ich mal gerne nackt im Kachelraum so ein paar Atze mit mir. Nur nackt im Kachelraum. Wer? Naja, nicht Nina mit mir nackt im Kachelraum. Ich meine die Atzen, die Nina ärgern. Ach so, ja, ja. Hm. Warum sind die irgendwie besonders sexy oder warum hättest du die gerne nackt im Kachelraum? Absolut, das ist der einzige Grund dafür, Bruder. Wir wollen das Video haben aber davon. Ne? Ja, ich auch. Kriegen so viel Linke, dass du eine rechte Bettin, sagst du? Du bist jetzt rechter geworden, aber. Wer jetzt von uns? Ja. Also, mein nächstes Album, Braun ist keine Farbe, ist eine Einstellung. Ja, sehr gut. Ja, Hauptsache Haltung. Absolut, Digga. Ja. Aber hattest du diese... Hattest du das in der Vergangenheit mal? Ist das jetzt einfach ein Spruch gewesen oder kennst du dich ein bisschen aus mit dem Schulhof und gemobbt werden und so? Ich glaube, es gab mal eine Zeit, da war ich ziemlich unbeliebt. Das waren so 1-2 Jahre in der Schule. Da war ich schon so ein bisschen so der, glaube ich, ein bisschen was abgekriegt hat. Hm. Aber dann habe ich mir die Haare geschnitten und dann war ich der ausgeteilt hat. Das ist echt die Zusammenfassung der Story. Also ich sah damals aus wie so, ich weiß nicht, kennt ihr den Film About a Boy? Ich war halt einfach so ein pummeliger Loser mit hässlichen Klamotten. Pummelig? Ja, ich war ein bisschen pummelig und ich hatte hässliche Klamotten. Ich hatte nicht so, ich weiß nicht, ich sah nicht so cool aus. Kein Gucci? Kein Gucci, kein Armani, sondern irgendwie so, kein Tommy Hilfiger, sondern eher so Ronny Hilfiger. Und kein Hugo Boss, sondern eher so Hugo Angestellter. Und ich sah echt, wie ein normales, uncooles Kind halt aus, ne? Und ich glaube, ich habe ziemlich viel Shit bekommen dafür. Und dann irgendwann dachte ich mir so, ich hatte auch so mittellange Haare und dann dachte ich mir, Mann, jetzt reicht's, habe ich mir die Haare kurz schneiden lassen, als ich ins neue Schuljahr kam. Und plötzlich, plötzlich war ich cool. Ja. Alles okay. Und dann war ich habe auch teilweise echt mies ausgeteilt. Also ich habe, ich war ein richtiger Wichser, muss ich sagen. Ich glaube, wegen mir sind, was ich da teilweise abgerissen habe, das war echt nicht so nett. Ich kann mich noch erinnern, wir waren auf Klassenfahrt, Alter, und dann haben wir von irgendjemanden irgendwie, haben wir so die Schuhe genommen und dann von irgendeinem Mädel und sind dann damit alle wir waren auf Klassenfahrt, da war so ein Sandkast oder irgendwie ein Sand von irgendeiner Anlage. Und wir haben uns alle um den Schuh gestellt, haben alle reingepullert und so. Und also nur wie alt wart ihr da? Ist das Grundschule noch? Oder? Nein, Mann, das war schon so 8. Klasse oder 8. so. Ja. Okay, geht noch. Ja, für dieses Verhalten geht's. Das war so vorgestern, Digga. Ja, genau. Das hätte ja sein können, Bruder. Das war zu meiner Uni-Zeit. Das war 28. Das war schon ein Monat her, Digga. Der ist okay. Und du, warst du auch so mäßig? Ja, ich denke, man war mal Löwe, mal Lamm. So. Ja, ja. Aber ich war sehr selten Lamm. Ja. Also ich würde es auch zugeben, wenn es andersrum wäre. Ich will mich jetzt nicht groß darstellen. Natürlich. Aber ich habe schon auf jeden Fall einige Sachen gemacht, die ich im Nachhinein nicht so machen würde. Ja, ja. Aber dafür muss man erstmal erwachsen sein. Da muss man eine geistige Reife für haben. Mhm. Seine eigene Unzufriedenheit an andere Leute auszulassen, ist... Ja. Das ist ein langer Weg, das erstmal zu checken. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Ja. Ich war auch Klassenclown, safe, aber meine Grundschule war relativ behütet. Ja. Stichlinse Grundschule, Friedenau. War der bürgerliche Teil von Schöneberg, sage ich immer wieder. Ja. Und dann kam ich aber auf die Sophie Scholl. Mhm. War noch ziemlich jung. Da war gerade mal die Zeit, wo ich so sexuell reif wurde. Mhm. Ich habe alle verarscht. Dann war ich aber am Palast auf einmal in der Schule. Und die ersten Tage bin ich dann da habe ich ein Mädchen mal verarscht, die hatte eine große Nase. Ja. Da ging die mal an die Tafel, habe ich gesagt, Nase vorn. Ja. Oder Punkt, Punkt, du hast was auf der Nase. Wo? Ja. Die sah aber verdammt gut aus eigentlich. Die Nase war ja auch nicht schlecht, war halt eine Angriffsfläche. Ja. Dann habe ich am Palast da so viel Scheu, das war dann der mal im Bunker sauber gemacht. Kamen ihre 18-jährigen Freunde, ihr Freund,
hat erstmal so getan, als würde er den Müll mit mir aufsammeln, auch mit so einer Kneifzange. Ich stand hinter dem Palast, dann, boom, Schläge meines Lebens. Oh, shit. Aber immer weitergemacht. Aber, und verdient. Und fies Mobbing und so, ja, klar, safe. Ey, wir haben so schlimme Sachen gemacht. Ja, wirklich auch ganz doll geärgert, ja. Ja. Wir auch, wir haben immer so, das hat uns richtig Bock. Das zähle ich nicht mal als Mobbing, das ist einfach nur witzig. Wir haben immer in den Toiletten beim Gymnasium, das haben wir echt gemacht, solange wir da waren, bis zur 10. Klasse, ey. Das war einfach so, es gab so, bei uns auf dem Gymnasium gab es immer so Toiletten und du konntest, unten durch waren immer diese Schlitze, ne? Also so, immer so, ja, klar, wo du den, klar, die Füße klar, so sehen klar, könnte, klar, konntest, ne? Und wir haben uns dann immer wenn wir gesehen haben, da ist irgendwo jemand in so einer Kabine, haben wir eine Kabine links und rechts neben denen und haben beide von beiden Seiten einfach unten drunter durchgepisst und so. klar. Ey, ich hätte, das sind so Momente, für die lebe ich immer noch, davon zähle ich noch. Mein letzter Schultag habe ich die ganze Schule angezündet. Alles gebrannt, ist ja verjährt, hoffen wir. Kriegen wir jetzt mal raus. Ja, hast du aber mit Pippi, ich habe auch eine lustige Pissgeschichte. Eine Pissgeschichte muss ich unbedingt erzählen. Doch, ja. Ich bin mit meinem Freund, der nimmt mir mal das verheiratet. Lass mal den Namen nicht nennen. Entschuldigung, wie das. Du hast den Tisch voll. Entschuldigung, Partner. Wir sind so zu mir, haben so irgendwo was geklaut. Ich war schon behütet, aber dann war ich hatte halt immer nicht wie so ein reiches Kind. Also wir hatten Essen immer da. Klar, Papa hat mal Fünfer gegeben, aber halt, wir konnten halt nicht so immer so ballen wie die verwöhnten Kinder. Ja. Ich und meine Gruppe. Und dann sind wir bei, was ist Sarah Young oder Big Sexy Land? Aber Big Sexy Land ist nicht, gab es hier nur eins, war Sarah Young oder so irgendwo, Tempelhof. Dann sind wir in so einer Kabine, erst in einer und ich. Das ist so erst mit einer Wichskabine mit 14 oder so war. Nice. Dann sagt er so, kann man hier pissen? Ich sag so, klar. Dachte ich, der meinte den Laden. Auf einmal lief die Pisse. In die Kabine reingepullert oder ja, was? Ja, wie gesagt, und wir sind halt immer, habe ich euch schon oft erzählt, im Forum Stieglitz war ein Sexshop. Wir sind so schon an der Vorschule immer rein, haben das Vogelnest weggemacht, reingekickt, weitergelaufen. Ja, und auch immer den Müll durchsucht halt auch und so. Nach Klingelstreich beim Puff. Ja klar, voll. Der Klassiker. Wir haben doch alle bei Molly Luft angerufen, oder Belasch? Jeder Berliner. Wer es nicht gemacht täglich, hat, war kein... Täglich. Ich gebe bis heute noch Molly Lufts Telefonnummer im Internet an, wenn ich mich irgendwo registrieren muss. Molly Luft war die dickste Hure Deutschlands. Ja. Die war hier in Berlin, in Schöneberg und die war auch in den Medien voll präsent und wurde eingeladen zur Show. Wir sind da rausgeflogen, Nikolai. Wieso hast du die Nummer von der? Ich habe so oft angerufen. Ruhe in Frieden, Ruhe in Frieden. Ja, die hatte so ein AB, den kennst du nicht, wa? Die kennt nur Westbier. Hallo, hier ist Molly Luft. So. Ich mach Faustfick mit der Tochter und ihr könnt mir auch Natur decken. Und es war ganz spooky. Und ich war mit meinem Freund Mustafa zum ersten Mal bei Molly Luft, auch zu meinen ersten so Crime-Sachen, war schon so 15, 16. Und dann sind wir da, na klar, haben wir schon den Düppel, kannten wir, das war unser Mecker, haben wir auch voll das falsche Bild von Prostitution bekommen, lauter glückliche Milfs, so. Ja, mit dem hat sie mehr Liebe gemacht als mit den Ladies. Ja. Und dann sind wir zum ersten Mal bei Molly Luft und der harte Tobak war wieder so kleine Streetarzt, klar, wegstecken, laufen wir dann ganz normal so, dann so Schimmer so, überall so Gläser, so Natursektschimmer, die heute kennt man. Ey, Dicker, mein Freund Mustafa ist drauf, der ist hängen geblieben drauf. Der ist hängen geblieben. Der konnte sich gar nicht mehr so, wir mussten dann auch raus, weil der hat immer nur gefragt, was, der konnte es gar nicht verstehen. Ah, shit. Klistier, Natur, mit denen habe ich ja auch den ersten Film geguckt, der gekotzt hat. Ja. Jetzt geht es schon wieder um Ankacken und so. Jetzt müssen wir langsam wirklich im Bogen finden. Wieder. Sonst wird es ein bisschen zu hart. Ja. Ich finde, manchmal stören mich, wenn Rapper zu viel deinen Job machen. Es ist dann auch okay, aber ich mag nicht so Stand-up. Ich finde, oft sind diese Battles, das ist zwar auch gut, das ist eine krasse Kunst, aber es ist dann, also ganz viele Rapper auch erfolgreich oder kriegen da Applaus, das ist eigentlich nur noch Comedy. Du würdest nie im Studio auf die Idee kommen, mit denen zu arbeiten oder so. Und das ist dann fast, ist wirklich ist cool. Nur noch Comedy. Also ich mag das. Warum disst du Cynic jetzt? Nicht Disney, ich sag nur, das ist so, das sind zwei verschiedene. Cynic weiß ich nicht, das ist alles Cynic so. Ist, Cynic auch nochmal an der Stelle einen Gruß raus an Cynic, weil Cynic. Den feiere ich. Also, war kein Cynic das Baby. Einfach, Digga, ich hatte den nie, also ich kannte den gar nicht vor, also irgendwann habe ich erfahren, dass da auch ein Rapper ist, der Comedy macht, ne, und dann habe ich das so mitgekriegt und der ist ein cooler Typ. Also der ist einer der Comedians, wo ich wirklich sagen würde, der ist so, der hat noch so Anstand, Ehre, korrekter Typ, entspannt. Ja. Er hat auch Stand-Up gemacht, richtig. Also ist jetzt nicht der pure Rapper, Battle-Rap, lustig. Der macht auch Stand-Up. Der macht verdammt guten Stand-Up. Der macht wirklich guten, der ist wirklich lustig. Also, ich mag's gar nicht.
Habe ihn schon oft gesehen bei Shows und. Also red mal bitte nicht schlecht über den Bro. Okay? Ja, Arnold Fittner. Arnold Fittner. Halt, er guckt aber jedes Mal zu. Er wird traurig. Fittner. Was, Arnold Fittner? Arnold Fittner. Arnold Fittner. Die T-Shirts kommen bald, Bro. Arnold Fittner. Arnold Fittner. Okay, geil, Alter. Nee, und nee, Cynic feier ich. Also der einfach so, einfach menschlich und als Comedian ist er wirklich solide. Muss ich auch sagen. Ja. Bin ich bei dir. Okay, ja. Du bist alleine, Bruder. Ich hasse Cynic. Cynic, nur liebe Freunde, der macht Fitner. Alle, die mich nerven, kommen aus Libanon und Persien. Okay. SS-Cynic. SS-Cynic. Er wird ja mit 2S geschrieben. Der war ja auch mal ein Rechter. Wird mit 2S. Ach echt, deswegen war der? Wurde ihm angedichtet, oder was? War da, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher, aber scheiß drauf. Aber guck mal, ich sag dir jetzt mal was, das habe ich schon öfter gesagt, das muss ich dir sagen, weil du nimmst die ganze Zeit das Wort im Mund. Welches? Holocaust-Leugnen. Also, das macht Spaß. Ja, ich sag dir mal was. Weißt du was? Damals gab es kein Internet und die Brönnby ist zum Anhalter Bahnhof gefahren, zum Grundgesetzmuseum. Aha. Da hat mein Kumpel recherchiert, für was es am Deutschland am meisten Ärger gibt. Ja. Da war erst so Geld verbrennen, Fahne verbrennen, dann ganz lange nichts und dann Platz 1 Champion Holocaust-Leugnen. Ja, ja. Was wurde ab jetzt immer gemacht, wenn man mit Radio durchkam oder Telefonstreiche? Ach so, ja. Holocaust geleugnet oder was? Ah, also ich habe noch nie den Holocaust geleugnet im Radio. Ich habe ihn nur in diversen Gesprächen mit Freunden und Journalisten immer geleugnet. Natürlich nicht. Hey, der arme Ey, ich muss die ganze Zeit gucken, so ab welchem Punkt werden wir jetzt eigentlich aus YouTube gelöscht? So. Ja, ich weiß auch nicht, also das müsste eigentlich schon oft passiert sein, auf jeden Fall. Ne? Ja, deswegen, also sein großer Wunsch, hier live stattzufinden, per Stream, da habe ich nicht nachgedacht. Einmal sage ich so, ey, pass mal, da war irgend so ein Freund von uns ab hier, ein Homie, der erzählt sowas, und dann sag ich so, hä, ich hab doch Flair gekidnappt und bla 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 blub. Dann sag ich so, ey, B, lass mal die Flair-Fitner nicht schon wieder aufmachen, schneid es mal bitte. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Langwitz. War Twitch. Ja. Hat keiner verstanden. Ja. Nee. Kennst du es, wenn du was nicht verstehst, du sagst einfach trotzdem, ja, genau, ich weiß, was du meinst. Ja, Mann, whatever you said. Ja. Jetzt mach ich es bei dir. Okay, danke, Bro. Bei Thai-Massage ist immer so. Ja, okay. Alles gut, Bruder. Ich weiß genau, was du meinst. Alles klar, Mann. So, dann haben wir das auch geklärt. Ja, okay. Ja, cool. Thai-Massage. Gut, dann können wir Feierabend machen. Nein! Oder? Ja? Nein. Ja? Ja? Nein. Ja? Für den Thai-Massage-Gespräche. Ja, bestimmt möchte er gerne über Thai-Massage. Happy End oder ohne? Mit Happy End oder ohne? Nee, das kannst du dann, gebumst, Digga. Das kannst du dann mit diesem... 69, du übertreibst voll immer, wo ich die alt wie... 69er Thai, er sagt sie so aus wie 68. Er hat die 70-jährige 69. Ich habe ja schon oft, das wisst ihr mal jetzt, ich kann ja ein bisschen thailändisch, war ein Satz, Niki die Bo, da ist die Kaka. Oh, Digga. Ja. Ich würde normalerweise gerne klatschen, aber ich habe keinen Bock drauf. So rückwärts klatschen. Also, wir gucken, bei solchen Sachen, du denkst, es ist Spaß, aber wenn du wüsstest, was in Langwitz abgeht, mit Doppelfist und Klatschen, dann ist das... Ich wollte mal sagen, das stimmt nicht, dass nur in Langwitz abgeht, weil der Teilhof ist in Tempelhof. Ey, gut, danke fürs Protokoll, dass wir wissen, Alter, dass Langwitz einfach Tempelhof überfallen hat, Alter, Bruder. Wegen Leuten wie dir gibt es sowas in Tempelhof. Das musst du wissen. Du hast aber Glitzer hier oben. Glitzer. Ich weiß nicht, das kommt vielleicht von diesem ganzen Transentor. Ist das nicht eine Orgi-Punchline, Baby, bei Matthias Crime? Ein bisschen Glitzer rum gerade wegen der Weihnachten. Gib mal Orgis. Ja, das kann schon sein. Gib mal Orgis Punchline. Orgis Punchline? Dass die Nase glitzert. Achso, brauchst du ein Asshole? Ja. Richtig. Ein Asshole. Okay, ey, das ist alles so off-topic jetzt. Scheiß drauf. Das kommt auch gar nicht in den Podcast. Ich will nicht, dass die Leute letzte Stückchen Respekt noch verlieren, was sie. Bruder, wenn alle meine sexuellen Vorlieben hätten, wie gar keine missbrauchten Kinder, nur glückliche Omas. Also lass mal, ich stehe dazu. Das ist genauso, wie es laufen soll. Das ist genauso, wie es laufen soll, Digga. Was ist denn der. Du hast gesagt, du hast ein paar Beats gemacht und so weiter. Ja. Was war das Interessante halt, du hast mit dieser ganzen Rap-Nummer eigentlich dann mehr zu tun gehabt als der Otto Normal-Comedian. Ja. Also, du warst da schon mit drin, du hast Leute kennengelernt. Ja, ich hab sogar noch einen alten RBA-Account und hab da sogar Battles gemacht und so einen Scheiß. Hast du Kollegen gebattelt? Was ist RBA bitte? RBA, das ist die. Wild Battle Arena? Richtig, so, genau, okay, richtig, okay. Genau. Und nee, ich hab Kollegen nicht gebattelt. Ich hab zwei, drei Battles
Reels gemacht oder so. Echt, und dann, ja? Hast du die noch irgendwie gesaved? Ich muss mal gucken, Alter. Garantiert, ich wette, die Seite ist noch online. Ich muss nur mal gucken, wie ich da... Ich habe, glaube ich, neulich mal geschaut, irgendwie vor... Nein, neulich vor einem Jahr. Und da gab es die RBA-Seite noch. Also wahrscheinlich ist es echt noch irgendwo da. Mich interessiert, Nikolai, ob du, wie das heute in der neuen Zeit ist, schon den Gegner kanntest, ein paar Tage Zeit hattest oder direkt Konstellation Freestyle. Warte mal, kannst du das nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Alter? Let's get ready to mumble. Nein, ob du so eine Battles gemacht hast, wo du schon vorher Bescheid wusstest, dir alles zurechtschreibst, das vorbereitest. Oder Freestyle. Oder improvisieren. Ja, Freestyle habe ich voll gern einfach mit Freunden gemacht, so, cool. Die auch Rapper waren und so, halt, wenn ich habe halt früher dann viel mit Rappern auch so zu tun gehabt. Und dann habe ich natürlich immer beim Freestyle auch mitgemacht. Und Manchmal war das dann richtig geil, wenn man einfach erstmal so reinkommt und manchmal habe ich mich einfach nur richtig selbst beleidigt dabei. Also das ist manchmal ganz gut, so kannst du den Gegner demoralisieren. Ja. Nee, es war ich war da schon relativ tief drin, habe auch so immer so irgendeinen krassen Hip-Hop-Bezug gehabt und halt viel einfach Beats produzieren. Da habe ich mit 14 angefangen, das war für mich die große Liebe, als ich das erste Mal irgendwie dieses Cubase hatte, so ein ganz altes von so 1995 Version, ich dann einfach nur so angefangen habe, da zu bauen. Das war für mich einfach, boah, Magie, das war für mich das Geilste. Ich dachte auch irgendwann, ich werde Beatproduzent. Ist dann doch Comedian geworden. Aber Was heißt Hip-Hop-Einfluss? Ich habe immer Rap-Musik gehört, ich habe immer Ami-Rap, Deutsch-Rap gehört, habe das halt dann, wie gesagt, irgendwann selber produziert. Wie alt bist du jetzt? Das war auch mein 30 geworden im Oktober. Okay. Und also hattest du Ami- und Deutsch-Rap-Einfluss zur selben Zeit? Oder wie? Das hat mich richtig, glaube ich, so Deutsch-Rap gecatcht. Als so, erstes Deutsch-Rap? Als erstes kam Deutsch-Rap und dann irgendwann habe ich angefangen, richtig viel Ami-Rap zu hören. Und mittlerweile höre ich eigentlich nur noch deutsche Marschmusik. Unsere Generation mega ungewöhnlich, Nikolai. Die meisten von uns haben wir waren verwundert, dass Sido auch mit Deutschrap angefangen hatte. Die meisten von unserer Generation, die älter sind, haben wohl der Löwenteil mit. Da habe ich mich sehr gewundert drüber. Ich auch, Belas, ich auch. Dass Sido mit Deutschrap eingestiegen ist, weil er ist natürlich um einiges älter als du. Der ist ja Baujahr 68. Ja. 68. Alter. Der hat einfach mit Deutschrap angefangen. Das ist super, super selten. Ja. Also aus unserer Generation sind wir natürlich mit amerikanischem Hip-Hop aufgewachsen, weil was wolltest du denn hören? Und ihr habt dann auch alle mit Ami-Rap angefangen, oder was? Das war auf Englisch. Sido ist original das Einhorn im Wald, Alter. Ah, krass. Die Schallplatten in den 80er Jahren. Immer haben wir schon tausendmal hier erzählt. Man zu Wom, bla bla bla. Oben bei Papa, wenn ich auf der Hochetage war, Kid Frost im Terminator gehört habe, wie so eine Droge, die durch den Körper ging, so mit dem BMX-Rad durch den Block fahren, dann immer Mucke, Run DMC halt. Was war deine Coast? Hattest du eine Coast? Nee, bei mir war alles großer Mischmasch, Alter. Ich alles liebe Mobb Deep, feier ich rest hart. Rest in Peace, Prodigy. Was sind deine Songs so, Mobb Deep-mäßig? I'm gonna be a hoe, gonna be no matter what the fuck you think, got cash in my ass crow, never gonna let it go. Hell, motherfucker, no. Und ANC-Album, ne? ANC-Album, ne? Let a hoe be a hoe. Let a hoe be a hoe. Ja. Mördermusik-Album, ne? Vom Mördermusik-Album. Ja, genau, vom Mördermusik. Achso, warte mal, wahrscheinlich wirklich Mördermusik. Ja, heißt ja, Mördermusik, das Album, glaube ich. Ja. Das ist vor 10 Jahren. Ist das irgendwas Neues mit 50 Cent und so damals? Na, nee, das noch ist, davor. Nee, das ist, was du meinst, ist dieses... Dun, 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 Blood. Control. Nein, das ist Blood Out of Control. Blood. Out of Control. Ich meine das Album, der Albumtitel, Bruder. Ja, Mördermusik meint er das. Genau, Blood Money war von 50 Cent. Ja. Und ich habe ganz großartig eins der letzten Lieder, die ich verfolgt habe mit Lox und Mobb Deep. It was all a dream, gib dir. Ja, natürlich. Ah, ich feiere ganz viel. Aber diese Anfangszeiten waren was Besonderes für dich bei Mobb Deep. Danach dann... Okay. Ja, sind halt sehr in eine Mixtape-Richtung gegangen, was B auch. Nee, die ersten richtigen Alben. Das erste Mobb Deep-Album, da wo die noch Kinder waren, das ist nichts für mich, da haben die auch noch so Kinderstimmen. Aber ab dem zweiten Album, das zweite und das dritte Album, da wo dann, auf dem zweiten Album war Shook One Infamous. Drauf, und auf dem dritten Album waren G.O.D. und Drop a Jam on him drauf. Also das sind so die ersten, Hell on Earth, genau, das war das dritte Album. Soweit ich weiß, nicht das zweite. Das sind so die Sachen, so wo ich sage, Alter, die haben, also das war so New York so, weißt du so? Du hast so den Vibe von New York hast du richtig zu spüren bekommen, als jemand, der nicht in New York
gelebt hat oder New York nicht erlebt hat. Ich war noch nie dort. Ich kann mir das alles nur vorstellen und einbilden. Ich war noch niemals in New York. New York hat Glück gehabt bei dir, Bruder. Und ja. Auf jeden Fall, ich habe mir das reingezogen. Dieser ganze Boom-Bap-Stuff so aus den Mitte 90er Jahren und so weiter, auch dieses Wu-Tang-Zeug und so, war größtenteils gar nicht meins, ehrlich gesagt. Ja, ja, Wu-Tang hat mich, hab mich auch nie krass gekannt. Also insgesamt, es gab so einen Style, der stand für Mitte 90er Jahre New York. Und das war so dieses MPC-produzierte, boom-bappige, du hast einfach Trains vor, vor den Augen, es ist dunkel, es ist wie in Berlin. Es war einfach das große Berlin. Ja. Da, wo Schwarze eigentlich gar nichts zu suchen haben und wo wir Kanaken eigentlich gar nichts zu suchen haben. Aber wir sind irgendwie hergelandet. Schön gesagt. So. Und diese Atmosphäre, diese kalte, ekelhafte Atmosphäre, so, die hat mir das auf jeden Fall hardcore vermittelt. Und ich habe das richtig gespürt. So, weißt du so? Das ist das, was das so für mich so besonders macht, diese Ära. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum heutzutage Hip-Hop an und für sich komplett als Kultur oder als Szene an und für sich als nicht existent betrachtet werden sollte. Weil es das auch in dem Stil einfach nicht mehr gibt. Früher war das einfach so, dass du in dieser Ära tatsächlich überall in diesen Five Boroughs vor allem, hattest du, ob das Brooklyn war, ob das Queens war, ob das dann auch Bronx war und so weiter. Aber du hattest auch diese Außenseiter, so wie Staten Island und Long Island und so weiter, da wo du mit einer Fähre halt rüber musst und so. Die, da wo dann Wu-Tang herkam und so ein Zeug so, die haben sich aber trotzdem in einer Gemeinschaft immer hatten die miteinander zu tun. Es gibt niemanden, der mit den anderen nicht was zu tun gehabt hat. Du bist auf dieser Fähre gefahren, nach Staten Island rüber und von Staten Island sind die Leute mit der Fähre wieder zurückgekommen und der ganze Untergeschoss von dieser Fähre in den Mitte 90s war eine riesengroße Party von nur Street Motherfuckers. Da wurden dann riesengroße Boxen aufgestellt, es wurde gekifft, es wurde gesoffen, da waren Bitches und da wurde gerappt und da wurde sich gegenseitig geschlagen und so weiter und das war die Szene, alleine nur auf der Fähre hin und her war schon, das war so New York. Man hatte so ein Code so, weißt du, wenn du in Brooklyn warst damals, hattest du Camouflage viel an zum Beispiel, dieses breite Hosen und dann Boots zum Beispiel dazu und diese Mützen, wie ich sie trage und so weiter. Card. Naughty by Nature und so weiter so populär gemacht haben, diese Ecke. Es hat eine Identität gegeben. Und die Art und Weise, wie man gerappt und produziert hat, hat gepasst zu dieser New Yorker Identität. Und heutzutage passt nichts mehr zu dieser Identität, weil heutzutage kein Leben mehr da drin ist. Es gibt keine Szene, es gibt nichts mehr. Es ist alles so glatt gebügelt. Das wurde alles so gespray-painted, so dass es jetzt alles so clean ist. So. Aber die Identität ist weg. Und wenn du keine Identität hast, werden die Menschen, die die Musik machen, werden das nicht transportieren können. Ja. Dementsprechend klingen die heutigen New Yorker Acts mehr nach Southside, weil sie Trap akzeptiert haben als ihre Richtung. Ja. Und zur selben Zeit, wo das dunkel war und die Trains gefahren sind, hattest du auf der anderen Seite der USA, hattest du in Oakland, hattest du Leute, die waren alle bunt angezogen und die waren hatten alle glatte Haare und die hatten Stöcke und hatten Cups mit Diamanten drauf und haben Hose vercheckt und Crack verkauft. Und das war halt so die Bay Area. Die Bay Area hatte komplett, das war hatte nichts damit zu tun. Ist doch klar, dass da auch ein anderer Sound bei rauskommt. Bay Area, West Coast Sound, dann auch mit LA und dem G-Funk und so weiter. Das sind so Sachen so, es wird nur eine Ära geben, über die wir jemals reden werden, was Hip-Hop angeht, was diesen Vibe und diese Energy gehabt hat. Und die war vorher nie da und die wird nie wieder danach kommen. Das ist den meisten Leuten nicht bewusst. Und dann stellen die sich aber dorthin und haben keinen Respekt dafür. Das ist das, wo ich mittlerweile langsam anfange, so ein bisschen fuchsteufelswild zu werden, wenn mir irgendwelche Vollidioten von der Seite irgendwas erzählen wollen, von wem sie hätten das voll begriffen, so, weißt du, weil sie jetzt rappen, so, weißt du, was ich meine? Aber dann schlecht reden über diese Generation und schlecht reden über diese Zeit, von der sie nichts verstehen. Ja. Gar nichts. Wir sind so aufgewachsen, dass wir der älteren Generation, die vor allem die Dinge erlebt hat, die Dinge gemacht hat, die dazu geführt haben, dass wir alle irgendwo eine Plattform jetzt gerade haben oder ein Mic im Gesicht oder im besten Fall viel Geld verdienen, dass wir denen den Respekt zollen. Ja. Die nennen die Opas. Ja. Verstehst du, was ich meine? So, das ist so ein ganz großes Problem heutzutage. Ja, das ist mein neues Intro. Total krass. Das ist genau das und das ist ein Dilemma halt. Das wird beim Bildet Boxen euch, geht einfach auf Vlad TV rauf. Ja. Guckt euch die Interviews von den Leuten an, die damals dabei waren. Ihr werdet merken, dass ihr nie irgendwas erlebt habt. Das ist das Traurige. Ihr habt nie irgendwas erlebt. Ihr hängt nur im Internet rum und habt Social Media und die ganze Zeit auf gekrümmten Nacken, Bruder. Wenn du dir anhörst, was damals alles Teil war
von dieser History, Bruder Herz. Da wird dir bewusst, dass du selber kaum History hast zurzeit. Wir sind wirklich in einer Phase, wo wir in den Dark Ages meiner Meinung nach sind. Und das wäre auf jeden Fall mein Tipp an die jüngere Generation, das nachzuholen, was ihr verpasst habt. Denn man hat heutzutage durchs Internet die Möglichkeit, sich die Interviews der Member von Wu-Tang, Death Row und keine Ahnung was, sich zu geben. Mhm. Und ihr werdet erstaunt sein, was da nicht alles passiert ist. Da muss man mehrere Bücher, Enzyklopädien darüber schreiben, Bruder Herz. Was sind nochmal Enzyklopädien? Ja. Einfach mal so. Einfach mal klatschen, Digga. Scheiß Kartoffeln. Einmal für Hip-Hop musst du. Also Enzyklopädien, ich glaube, da hat man so bekannt vor das Wort. Lexika. Echt? Das ist einfach eins zu eins ein Lexikon oder was? Ja, bei Graffiti ist das ähnlich. Ja, ich war mit den Pionieren, wir haben auf Maxim und so die Generation geguckt. Ich war mit Rust und so und diesen ganzen Leuten auch. Und eigentlich, ja, das war auch dann das Dilemma. Und dann irgendwann die neue Generation, so vor einigen Jahren, die macht sich dann wirklich über diese alten Sachen, über diese Styles, dieses Martialische, diese Wissenschaft, diese Religion fast schon lustig, schmeißt Sachen an Zug, so sieht aus wie Kaugummis, die gegen Zug fliegen. Ja. Dann, ja. Egal. Auf jeden Fall. Rap braucht keine Message. Es kann ja ein Hoch und Runter sein. Es geht mir gar nicht um die Message. Aber es kann ja sein, dass es wie eine Sinuskurve, dass sich alles auch mal wieder in eine andere Richtung bewegt. Ja, und ich glaube... Wer weiß, mal gucken. Und es ist also, klar, es ist super wichtig, irgendwie den Alten den Respekt zu zollen oder denen, die vor dir kamen, die das halt damals auch wirklich erfunden haben und die das gemacht haben, bin ich bei dir. Und gleichzeitig... muss man ja trotzdem immer gucken, dass man sich halt weiterentwickelt und sein eigenes Ding draus macht, weil wir sind nicht mehr da. Das ist jetzt eine andere Zeit, sind andere Begebenheiten und du machst jetzt halt keine Kunst mehr wie vor 30 Jahren, ne, in Amerika und in Berlin schon gar nicht wie in Amerika, ne? Das ist halt ganz anders. Natürlich nicht. Und ich bin einfach nur so krass dankbar für diese Comedians, die zum Beispiel mir die Tür geöffnet haben, die für mich einfach sich die Hände schmutzig gemacht haben, dass die jetzt dieses fertige, geniale Produkt an Humor, Obszönität, Weisheit, Philosophie und alles, die das packen in eines zu, das ist für mich das, so Louis C.K. und Bill Burr, das sind so Leute, oder auch Dave Chappelle, das sind für mich Leute, die machen ein Gesamtkonzept, das ist für mich wie ein, wie so ein Diamant, Alter. Das ist für mich so, ich weiß. Bist du geil, sagst du? Digga, ich werde, meine Hose wird feucht gerade, weißt du, was ich meine? Also wirklich. So geht's mir auch bei den Veteranen. Ja, und genau. Bei den Omas. Und so haben die Leute beim Hip-Hop da ihre Helden und ich habe halt hier meine Helden, weißt du, wo einfach für mich, das für mich so, da geht meine Seele auf, weißt du, da erkenne ich mich drin. Und dann, und ich kann von denen lernen und ich kann das nutzen und gucken, was die gemacht haben, was für die funktioniert hat, wie die das machen und davon versuchen, das Geilste, was vielleicht für mich funktioniert, auch zu implementieren in meinen Style, aber dann trotzdem am Ende einfach mein eigenes Ding draus zu machen. Ne? Natürlich. Und das machen, das muss, und ich glaube, jeder Künstler braucht das irgendwie. Irgendein absolutes Vorbild, einen krassen irgendwas, wo er sieht, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Und daraus versucht, so viel wie möglich zu downloaden, zu ziehen, aber auch die Quelle respektiert halt. Ja, ne? Sehr schön, hast du gut gesagt. Ich denke mal, das ist auch ein sehr gutes Schlusswort für diese sehr, sehr angenehme Runde für heute. Gibt es irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, Bruder? Digga, danke, dass ihr mich eingeladen habt. War eine sehr, sehr geile Runde mit euch. Sehr geile Runde mit euch. Dann plug mal auf jeden Fall Social Media und kommende Projekte, falls die Leute jetzt das noch nicht wissen. Wo sollen sie raufgehen, damit sie dich am besten verfolgen? Also genau, wenn ihr mein Zeug angucken wollt, Comedy-Videos auf jeden Fall, YouTube checken, mein Name Nikolai Binner, einfach bei YouTube eingeben und dann auf meinen Kanal gehen, da werdet ihr alle Videos finden. Es gibt ein Video, das ist gesperrt, das könnt ihr bei Odyssee sehen. Odyssee halt, diese andere Plattform. Genau, dieser See da. Diese andere. Ich weiß nie, wie man die schreibt, Alter. Odyssee. Ja. Und da ist auch das gesperrte Video zu sehen. Oder ihr aktiviert VPN oder ihr geht halt außerhalb von Deutschland auf YouTube. Also, wenn ihr das Video sehen wollt, fahrt einfach in die Schweiz kurz oder fliegt nach Istanbul und dann guckt mein Video an und dann geht zurück. Ja. Lohnt sich. Voll. Und direkt. Und ansonsten, ja, Instagram Nikolai Binner komplett ausschreiben, sonst findet ihr mich nicht. Genau. Und ansonsten, ich wohne in Friedrichshain, wer Stress will, Boxy. Wer Stress will, meldet sich bei Boogie. Wer Stress will, meldet sich bei Boogie, Alter. Angebote, alle Frauen über 65, auch bei Boogie. Nein, die anderen auch, der diskriminiert immer. Alle. Okay. Ist schon eine Ausgrenzung. Alle Frauen, ne, auch ab 63, alle zu Boogie. Ja, perfekt, Bruder. Genau das, Alter. Behalt bitte die Selfies und alles mögliche an Material bitte für dich, was...
Lang für zusammen, Rosettenschlemmer, Baby. Lang für ja, Mann, mir ist scheißegal, was der Wettermann sagt. Es war Granate, Baby, Baby. Nikolai Binner. Danke. Keine Liebe für Polizei noch immer. Wir sind Baby, raus. Baby.